Hallo und herzlich willkommen zu Arcana Draconis Folge. Also für euch 15. Folge 15. Was ist denn? Nichts. 1 und 5. Ja, ist okay. Und dann 6. Das war nicht das, was ich dachte. Ich dachte, du willst 6 anzeigen, dann war ich so. Oder 2 mal 6, dann wär's ein 12. Ja, aber, das macht auch keinen Sinn. Aber das stimmt ja nicht. Es ist ja Folge 15. Richtig. Ja. Wir haben uns wieder zusammengefunden. So zeige ich auch mal 15. Ich hab's doch nacheinander gezeigt. 1, 5. Komm, wir zeigen mal 15. Das kriegen wir hin, oder? Warte. Ich zeig die 5. Ja. Guck, so geht es. Ja, kannst du das ja fertig? Ja. Jack, rein aus Prinzip hättest du jetzt eigentlich nochmal einen. Aber egal. Mich hättest du auch noch mal 5 zeigen müssen. Ja, nur damit ich falsch ist. Gegrinst. Ach so, okay. Ja, das hab ich mal die nicht. Du bist schon in Character einfach. Ja, ja, immer. Das heißt, du kriegst nichts mit? Und bist du nur aufmerksam? Ja. Ach so. Du wolltest gerade an irgendwas erklären. Ja, irgendwas Wichtiges wollte ich mal ansagen. Wir benutzen Soundtail. Nein, das wollte ich gar nicht sagen. Aber das benutzen wir trotzdem. Ja, aber das ist sehr wichtig. Das ist ja mein Text. Und es gibt neue Musik bei Soundtail. Das ist auch gut. Und wer Soundtail, Infos zu Soundtail. Sophia, komm, setz dich hierher, wir tauschen. Ist okay. Ich kann nicht, ich bin verkauft. Immer gucken, was man sich wünscht, Bosse, würde ich sagen. Ja, ja. Dann gibst du dir erstmal Legendary Magic Items. Sofort. Ja. Sofort, ja. Yeah. 3 Stück. Corrigan ist jetzt übrigens Level 20. Ja. Das habt ihr nicht mitbekommen. Alle anderen Level 1. Hallo, wir spielen heute Arcana Draconis weiter. Folge 15. Und, ja. Das heißt, wir erzählen die Geschichte weiter von Ren, Corrigan, Sinister, Umi, Duri, Hoppala und seit neuestem auch Knusprig und Saria. Nee, wie hieß? Wer? What? Das Federviech. Ach ja, reiten. Das Federviech. Knusprig. Das hast du nicht gemerkt, ne? Ich nicht zu schreiben, dein eigenes Tier. Hat ja die Notizen nicht mit. Stimmt. I retcon that to Belzeri. Okay. Knusprig und Lazarus. Ich dachte, das war Hussara oder sowas. Ja, ihm. Ja. Ja, nämlich auch. Schreibt es in die Kommentare. Und ansonsten werden wir unterstützt von Soundtail. Soundtail ist eine super coole App, die euch mit Hintergrundmusik und Geräuschen bei euren Spielrunden zu Hause oder online unterstützen kann. Wenn ihr mehr über Soundtail erfahren wollt, schaut mal in die Videobeschreibung, denn seit neuestem, also wenn diese Folge rauskommt, seit 3 Monaten, grobe Schätzung, gibt es da jetzt auch neue Musikstile, nämlich noch mehr zum Thema Wüste, Desert, Orient und so weiter und so fort. Also wenn ihr euch in die Richtung bewegen wollt mit eurer Kampagne oder sowas oder einfach gern solche Mucke hört, dann solltet ihr euch das gerade unbedingt holen, weil das ist echt cool. Es gibt coole neue Musikstile. Es gibt jetzt sogar einen Kampfstil mit dem Thema. Nice. Ja. Tut mir super leid, aber auf Risiko, dass wir jetzt gleich schneiden müssen, kannst du mich einmal angrinsen. Oh, ja. Was? Ja. Hast du eben was gegessen? Warst du noch mal im Bad vorher? Was habe ich da denn? Ach, das ist das Intro. Ach, ja dann. Thank you.
Als wir unsere Helden und Heldinnen das letzte Mal verlassen haben, hatten sie neue Informationen herausgefunden über die Neuauflage des Verrats von Almakas. Third Edition at this point. Du hast almakasische Verrat. I'm going to hell. Nein, das ist der Verrat von Almakas. Keep your history straight. Denn ihr habt mehr rund um die Verschwörung aufgedeckt und festgestellt, dass... Ja. Dass die Verantwortliche dafür scheinbar eine Frau namens Vasilenia ist. Eine, wie euch von einem Zeugen und Mitverschwörer gesagt wurde, eine Corrie. Das heißt, eine direkte Nachfahrin oder Tochter des aktuellen und amtierenden Kaisers von Eleftheria, die versucht, auf diese Weise höchstwahrscheinlich seine Gunst zu gewinnen und Eleftheria zu neuem Ruhm zu leiten und Almakas einnehmen, niederbrennen, kaputt machen, annektieren, first. Was auch immer das möchte. Das kann die knicken. Das möchte sie tun mit Hilfe einer untoten Armee. Armee? So ihr. Naja, mal gucken, die haben wir noch nicht gesehen. Ne? Und ihr wisst, dass sie mit einem, ja, mit einer düsteren Gestalt zusammenarbeitet, die im Hafenviertel von Almakas ihr Unwesen treibt, mit dem Namen Khaled. Jetzt habt ihr zuletzt herausgefunden, dass Khaled in der vergangenen Nacht die Stadt verlassen hat. Stimmt. Und in Richtung Westen aufgebrochen ist. Ihr habt euch von Kastellanin Katajun Fass mit Reittieren, mit sogenannten Wüstenläufern ausstatten lassen und seid nun auf dem Weg in strengem, man kann nicht direkt Galopp sagen, weil die haben nur zwei Beine, die können nicht wirklich galoppieren, aber in... Sie rennen schnell. Sprint? Sie rennen schnell Richtung Westen, aus dem Stadttor hinaus und so habt ihr nun die Sonne vor euch und die sprintenden Füße eurer Wüstenläufer unter euch, während ihr über den Sand dahin fegt. Ah! Ich halte mich hinten fest. Ich habe sogar schon drauf gewartet, dass das Ja, die sind nicht unbedingt dafür gemacht, dass man zu zweit drauf reitet. Beziehungsweise man muss schon irgendwie die Oberschenkel anstrengen, um einigermaßen drauf zu bleiben. Gerade ihr seid alle unerfahrene Reiter und Reiterinnen. Besonders auf solchen Tieren. Also Umi vielleicht so ein bisschen, aber halt nicht nüchtern. Und so auch eine rast Geschichte. Ihr trotzdem mit einigen Mühen, euch aufrecht zu halten. Durch die Wüsten von Shachaer. Die Sonne brennt auf euch nieder. Sinister, du hast vermutlich die Kapuze tief ins Gesicht gezogen, deine Sonnenbrille hochgeschoben und versuchst nur irgendwie so ein bisschen nach unten zu gucken, um nicht zu viel von der Strahlung, von der Sonneneinstrahlung abzukriegen. Und dann ja, reitet ihr Richtung Westen. Wie weit ist das circa? Also ich meine, ich wusste ja grob, um welche Ruine es sich handelt. Genau. Und die habt ihr ja auch auf einer Karte gesehen, die ihr bei, also ihr habt eine Markierung von der auf einer Karte gehabt, in den Büchern, die Yasin hatte. Ah, stimmt, aber wenn man dann. Genau. Mhm. Das heißt, ihr könnt das ungefähr abschätzen, in welche Richtung oder wohin ihr müsst. Es gibt morgen den Muskelkater meines Lebens. Ah! Bei wem reite ich eigentlich? Bei dir? Nee, ich glaube, wir sind zu zweit losgeritten. Okay. Ja. Ja. Schreibt sie in die Kommentare. Ja. Weil wir uns auch nicht erinnern können, was wir gemacht haben. Ach, du gewöhnst dich dran. Du kommst rein. Ich weiß nicht, ob ich das will. Wie weit noch? Noch ein Stück. Fragst du das jetzt alle 3 Minuten? Ja. Bis wir ankommen. Wunderbar. Du siehst ja selber, wenn wir da sind. Das ist keine zufriedenstellende Antwort. Es ist Sand. Kann ich abschätzen, wie weit das noch ist? Ich habe ja die Karte gesehen, ich weiß ja, wie schnell die in etwa sind. Also ja, so wie du das kombinierst und sowas. Ihr müsstet wahrscheinlich in dem Tempo, wenn ihr in dem Tempo weiterlauft, solltet ihr wahrscheinlich in einer
halben Stunde da sein? Ich schätze mal noch eine halbe Stunde, verdammt! Wow, das war erstaunlich. Wow. Besser, als wenn wir jetzt hätten laufen müssen. Auf jeden Fall. Vor allem bei der Nachmittagssonne. Also es ist ja noch echt nicht spät, so, ne? Nee. Also die Sonne steht wirklich über euch, aber... Ja. Genau. Es ist wirklich noch gar nicht, es ist wirklich noch gar nicht so spät. Es ist eigentlich erst Mittag, weil ihr habt ja gerade erst einen Tag angefangen. Ihr seid... Ja. Wir haben den Tag angefangen, sind in eine Kneipe and then shit happened. Stimmt. Ja, ihr seid ziemlich direkt los. Mit den Assassinen im Nacken. Ja. Ja, noch nicht ganz. Ja, potenziell. Stimmt, dann habe ich das eben falsch beschrieben. Die Sonne ist natürlich quasi eher in eurem Nacken. Wie die Assassinen. Zusammen mit den Assassinen. Ja. Die sind in der Sonne. Ah, die kommen von oben, damit wir sie nicht sehen kommen. Ja, das ist schlau. Sonnenkult, sehen. Wer weiß. Ja, kann sein. Muss das Ganze metaphorisch sein. Stimmt, die heißen ja auch Nachtigall. Ja, eben. Um einen auf die falsche Fährte zu locken. Eigentlich sind es Sonnenkrieger. Sind es das ärgste Feind. Gibt es irgendwas, was ihr machen wollt, während ihr reitet? Ich will einen Zauberspruch übertragen. Please try. Dann hat Umi einfach die ganze Tinte im Gesicht. Ja, oder auch Ren wird einfach schlecht dabei. Wie wenn man ja, schon, oder? Ich muss so ein kleines Kind doch festhalten. Wow. Naja, entweder wie halt auf dem... Also, kann man ja auch machen wie auf dem Motorrad. Stimmt, okay. Nee, du hältst dich hinten fest. Ich schling meine Arme so. Ja, okay. Dann kannst du auch nicht schreien. Ja, ja, klar. Ich meine, als würde ich das können auf dem Pferd. Umi trägt so eine Weste, wo hinten drauf steht, if you can read this, the gnome fell off. Wär schon ein bisschen geil. Krieg ich einfach so einen Baby-Carrier für den Rücken für Ren? So ein Baby-Bjorn? Nee, für vorne. Ja, genau. Das wäre eigentlich ziemlich cool, wenn jemand richtig schnell wäre, der könnte mich da mitnehmen. Ich kann immer so casten, einfach aus dem Baby-Bjorn. Ich bestehe aber darauf, dass er aussieht wie ein Sack. Also, nein! Wieso? Ich multiklasse into Monk und dann machen wir das. In dem Fall wäre der Sack sogar eleganter, als wenn deine Beinchen dann so biegen, ja, die ganze Zeit rausschauen. Das ist der Umsatz-like so. Ich will einen Stuhl einfach da vorne. Okay. Ich glaube, da seid ihr alle nicht kräftig genug für, weil Ren ist halt doch... Stimmt. Ein bisschen größer als... Okay, Dominik, als das nächste Mal spielst du auch wieder einen kleinen Charakter, aber ich spiele einen muskulösen Charakter. Barbarian. Und dann kriegen wir das hin. Ja. Dann baust du dir so einen Wachturm da oben drauf auf deine Schulter, wo ich dann oben drauf stehe. Oder du bist halt einfach hinten auf meinem Rücken. Ach ja. Sind das eure Diskussionen, während ihr reitet, um Almakas zu retten? Oder? Stimmt, ja, das sind nicht unsere Diskussionen, wenn wir reiten, um Almakas zu retten. Ich würde tatsächlich, wir sehen wahrscheinlich vom Weitem, wenn wir irgendwann dann auf die Ruine zukommen, also ich schätze mal, das kann man gut einschätzen, also dann kaum ein paar Minütchen, bevor wir ankommen, würde Umi dann den anderen sagen, also, dass wir noch kurz pausieren, aber wenn bis dahin noch Sachen passieren sollen, dann feel free. Ich hätte den Drachen auf der Schulter oder wenn er auf dem Sattel mit sitzen will. Ich würde natürlich aufpassen, dass er nicht runterfällt. Na, er klettert so ein bisschen auf die rum und er setzt sich, er versucht immer so den höchsten Punkt zu erreichen, so, an dem er sein kann. Also das heißt auf deinem Kopf. Wunderbar, so. Nee, darf er nicht. Und das versucht er aber. Ja. Möchte immer noch klettern und dann breitet er seine Flügel aus, was so bedeutet, du hast viel mehr Luftwiderstand, so. Und er versucht immer so ein bisschen hochzuhüpfen und so ein bisschen mitzugleiten und merkt dann aber, dass er zu langsam wird und hält sich dann immer ganz schnell irgendwo fest. Hm. Das ist das, was ich plane. Schön. Ich schnipse einmal und lass Duri... Sie explodiert einmal. Sie explodiert. Ich hab exploden. Ja, ich hab auch exploden. Ja, sie explodiert einmal. Du hast sie auf den Kopf gekriegt. Ja. Okay, mach mal einen Perception-Check für Duri. Mhm. Okay, wir müssen jetzt wieder rein. Immer Advantage oder nur Nachts? Ja, auf Perception. War eine lange Woche. Aber war eh nicht so gut. Ist eine 10. Eine 10? Mit Advantage. Okay. Du brauchst bessere Würfel. Manchmal würfeln die gut. Manchmal. Gerade nicht. Wenn die immer gut würfeln würden. Da wären jetzt keine guten Würfel, weil das wäre gezinkt. Oh, ein Fall. Du schickst Duri in die Luft und ihr seid jetzt schon relativ nah, was du auch weißt. Und in der Entfernung könnt ihr so ein bisschen in dieser wirklich flachen, kahlen Landschaft, wo sich dieser
wo sich so ein rauer Sand- und Steinboden mit so aufgeplatzten, wie Adern, sieht es so ein bisschen aus, so ein Adergeflecht aus aufgeplatzten Lehmbodenteilen, seht ihr, dass sich in der Ferne eine einzige Sache irgendwie erhebt. So, hinter einer Düne seht ihr aufragen, wie so kleine, gezackte Spitzen, die ihr aber auch aus dieser Entfernung als Ruinen deuten könnt. Aber bleibt mal stehen, bitte. Das musst du machen. Ja, also Umi würde halt anhalten und den anderen zurufen. Ja, wir, also... Nee, wir gehen einfach weiter. Ich tue mein Bestes. Ich weiß nicht, ob Sinister irgendwie am Struggeln ist, mit Wind und Kapuze halten und neues Tier reiten und so. Es ist ein bisschen schwierig, aber wenn die anderen anhalten, hält deine auch an. Ah, das müsste da vorne die Ruine sein. Mhm. Yasin meinte. Haben wir einen Plan? Weiß ich nicht, haben wir? Wir sollten so unauffällig wie möglich wahrscheinlich da irgendwie ran, denke ich. Wir und unauffällig ist immer eine gute Idee. Ja, vor allem mit diesen Tieren. Wir laufen direkt drauf zu, also ich denke, wir sind sowieso auffällig, oder? Ja. Ja. Wissen wir, was die genau da jetzt vorhaben? Wir wissen ja eigentlich nur, dass sie am Abend mit dieser Armee in Richtung Stadt wollen von hier aus. Genau, das heißt, wir müssen die Armee jetzt halt besiegen, bevor sie aufbricht heute. Ich vermute mal, dass es nicht darauf hinauslaufen wird, eine Armee zu besiegen, sondern eher die Person, die diese Untoten kontrolliert. Also wir wissen sicher, dass Khaled hier ist, weil er die Stadt verlassen hat in diese Richtung mit den beiden. Na, den auch wahrscheinlich. Das ist eine Vermutung, er kann ja auch sonst wo stehen. Ja gut, aber das ist gut, das wissen wir zumindest relativ sicher. Was ist mit der Frau? Die wird wahrscheinlich auch da irgendwo sein. Wenn es jetzt an den Angriff geht, wird die bei ihrer Armee sein, denke ich. Naja, oder halt noch irgendwo in der Stadt, aber dann können wir sie auch nicht so schnell. Ja, richtig. Aber das sind die beiden, die potenziell am gefährlichsten sind. Auf jeden Fall, ja. Weil wahrscheinlich die Frau diejenige ist, die in der Lage ist, die Untoten aufstehen zu lassen, oder? Von dem, was wir bisher wissen, vielleicht, ja. Was habe ich über Khaled gehört? Kann dir sowas auch? Also... Mach mal einen History-Check. Ich weiß ja, dass er irgendwie magiebegabt ist. Mhm. Ich 19 und da kommen jetzt noch 24. Huh. Khaled ist ein krimineller Magiewirker in Almakas, in Shachar-Eyar. In Shachar-Eyar ist besonders Heilmagie so ein bisschen schwierig anzusehen und Nekromantie so richtig übel. Also... Du hast schon Geschichten gehört, dass er ein Nekromant ist. Hast du tatsächlich. Okay, ja, dann... Es gibt Gerüchte, dass Khaled Nekromant sei, also... Na, super. Ehrlicherweise, also, wie ernstzunehmend diese sind, ist fragwürdig, weil er ist halt vor allem als krimineller Heiler bekannt, deswegen. Das heißt aber, dass er genauso gefährlich sein könnte und wir uns nicht zwangsläufig auf die Frau konzentrieren. Richtig. Moment. Er kann auf jeden Fall Magie wirken. Er ist bekannt als krimineller Heiler. Ja. Das ist ja potenziell nichts Schlimmes. Also, aber Richtig. Er hat auch böse Dinge getan, ja? Er hat nicht nur Leuten geholfen und ihre Wunden geheilt. Oder was? Kenne ich andere plakative Crimes, weil es ist halt viel... Es sind viele Gerüchte. Khaled hat so ein bisschen... Also mit dem Mystery Check, Khaled hat so ein bisschen seine Hand in allen dreckigen... Geschäften, die da so sind. Also es ist nur zufällig so, dass Heilung auch illegal ist. Okay. So. Ja. Es ist, aber es ist auch bei ihm mehr so, weiß ich nicht, er organisiert ein paar Diebstähle, wahrscheinlich auch das ein oder andere Attentat. Schade, dass mir das jetzt einfällt. Ja. Aber er ist kein Gildenoberhaupt, sondern er ist halt so ein Einzelgänger. Aber weiß nicht. Er ist halt so der Name, der fällt, wenn man nicht weiß, warum was passiert ist. Also nachts über zumindest. Ich hoffe, tagsüber ist mein Name. Also? Ja, also, bestimmt. Khaled ist
in allen kriminellen Sachen irgendwie verwickelt. Gut, ich wollte nur sicher gehen, dass sein einziger Schaden, den er angerichtet hat, nicht war zu helfen. So. Nicht, dass ich wüsste, nein. Okay. Ich meine, er wurde ja auch schon gesehen jetzt mit den, also wahrscheinlich mit den untoten Kriegern, die er die Stadt verlassen natürlich. Von daher. Es könnte sein, dass er ja durchaus Nekromant ist. Gibt es irgendetwas, wollt ihr mit ihm reden? Oder ist das einfach, geht es einfach darum zu verhindern, dass die in Richtung Stadt kommen? Ja, das denke ich. Ich denke auch. Wenn das okay ist. Ich wüsste kaum, wie man einen Fanatiker davon überzeugt, das jetzt nicht durchzuführen, wenn sie schon so lange diesen Plan verfolgt haben, wie es aussieht. Gibt es denn noch Informationen, die wir brauchen? Nun, ich meine, wenn wir es schaffen, unbemerkt da reinzukommen und sie zu belauschen vielleicht oder so, aber... Wir wissen immer noch nicht, warum sie Yasin getötet haben. Richtig. Gut, aber um ehrlich zu sein, das ist vielleicht bei der Bedrohung nicht so wichtig. Das ist natürlich richtig, aber klar. Vielleicht können wir zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, wenn wir sowieso versuchen, vorsichtig hineinzugehen, was durchaus Sinn macht, egal auf wen wir uns konzentrieren, denn wenn sie so viele Streitmächte zur Verfügung haben und uns zu früh bemerken, dann werden wir weit mehr Kräfte und Zauber benötigen, um zu ihnen durchzudringen. Und dann können wir vielleicht auch ein paar Informationen noch mitnehmen auf dem Weg. Aber das heißt, wir gehen jetzt wahrscheinlich davon aus, dass in dieser Ruine ein Friedhof ist und da dann Untote erweckt werden sollen, richtig? Naja. Oder schon erwacht worden sind. Oder schon, ja, okay, aber dass die aus dieser Ruine kommen. Wissen wir oder haben wir herausgefunden, für was diese Ruine bekannt war? Was war das mal? Weiß man das? Ihr wisst bisher nur, dass es diese alte Kultur ist, die zurückgelassen hat. Gut, dann also es ist nicht elifterisch oder sowas, sondern es ist viel älter. Ob es jetzt ein Friedhof ist oder nicht, werden wir gleich rausfinden, denke ich. Gut. Ja. Gibt es irgendeine Möglichkeit, wenn wir die jetzt so schon am Horizont sehen, dass man da irgendwie auf eine andere Art nicht offensichtlich rankommt? Oder also ich kann mir das gerade sehr schlecht... Es ist halt sehr freies Gelände. Okay. Ja, es ist sehr freies Gelände, aber es ist so eine Düne so ein bisschen noch vor euch, bevor ihr zu der Ruine kommt. Ich wüsste jetzt nicht, wie wir uns da anschleichen sollten. Wir haben schon das Überraschungsmoment, in dem wir mitten am Tag da auftauchen. Ja, das stimmt. Das heißt, eventuell reicht das. Und solange wir dann halt nicht wild schreiend auf die Ruine zulaufen. Gut. Reiten wir dann? Ja, wahrscheinlich noch ein Stück, oder? Schneller. Ja. Das ist schneller. Wir sollten die Reittiere dann aber irgendwo potenziell außer Sicht lassen, wenn wir dort angekommen sind. Stimmt, wir müssen noch zurückkommen. Sind wir mit den Viechern schneller? Also sind da die anderen Ja, die sind deutlich. Also die sind deutlich schneller als ich. Sehen wir irgendwie eine Möglichkeit, sie in Anführungsstrichen auffällig irgendwo stehen zu lassen. Also, weil du meintest ja irgendwie vor uns ist noch eine Düne, könnte man sie so quasi schief hinter der Düne parken, oder? Also die Düne ist nicht so hoch, aber mit einem bestimmten Wink, also wenn man sie weit genug mit Abstand da stehen lässt, dann wären sie wahrscheinlich nicht zu sehen von der Ruine aus. Wir sind halt deutlich schneller damit. Also selbst wenn wir jetzt angreifen müssten, wenn wir direkt rankommen, ist es wahrscheinlich sinnvoller von den Tieren aus anzugreifen als ohne. Ich das könnte Dori hinschicken, dass wir wenigstens nicht offensichtlich in irgendeinen Hinterhalt laufen. Das ist eine gute Idee. Wie fit bin ich, auf so einem Tier zu sitzen und wie Corrigan gerade gesagt hat, eventuell von da aus zu kämpfen mit sensorischem Gedöns? Wie oft muss ich das in Warten tragen? Solange du eine Hand wirklich hast, um das Tier zu steuern, ist alles in Ordnung. So. Aber das bedeutet, du kannst entweder Spells casten oder dein Schild benutzen, zum Beispiel. Mhm. Ich meine, dann kann ja auch. Also, da du viel zu zweit auf den Dingern sitzen, kann ja auch wahrscheinlich dann eine Person immer Hand haben und die andere Person hinten hat beide Arme frei, zum Beispiel. Ja, oder? Aber du musst dich festhalten. Also, okay. Außer du hast so eine Oberschenkel. Am Ende dieses Abenteuers? Ja. Ja! Das heißt, ich gehe nicht davon aus, dass ich davon da schießen kann. Du bist das nicht gewohnt, aus dem Sattel rauszuschießen? Ja. Aber ich meine, es ist. Das ist cool. Theoretisch möglich. So. Das heißt, ich würde dir, also insgesamt, für euch alle, ne? Wenn ihr mit beiden Händen gleichzeitig was machen wollt, dann macht ihr gleichzeitig dazu einen Acrobatics-Check. Mhm. So. Ob ihr im Sattel bleibt oder nicht. Dann also mache ich das nicht. Ist okay. So. Ich habe eine Nahkampfwaffe. Ja. Wäre aber was anderes, wenn wir zu zweit drauf. Ja. Dann wäre es das gleiche. Okay. Ich werde Dori mal losschicken. Geht nur um beide Hände. Mach das. Flick und Sieg! Ja. Dann machen wir einen Perception-Check.
Ich würde währenddessen den Drachen einbauen. Der will nicht unbedingt. 13. 13. Ist jetzt auch nicht so schlecht. Ja, ist in Ordnung. Ist über 10. Ist über 10. Du siehst, oder Duri sieht, als Duri darüber fliegt. Zwei Gebäudehälften, mehr oder weniger, die zur Mitte hin eingestürzt sind. Wie als wäre es einmal ein langes Haus gewesen, das aber ja, eben zur Mitte hin eingefallen ist. Zwei gewaltige steinerne Obelisken, ungefähr 10 bis 15 Fuß, stehen vor diesem Gebäude. Und in der Mitte dieses Gebäudes, in der Mitte, da wo beide Trümmerenden quasi hingerutscht sind, ist ein Loch in der Erde. Hm. Sand ist dort reingerieselt und es sieht so aus, als würde da irgendwie ein Eingang sein in eine Höhle oder sonst irgendwas. Führt einfach gerade runter. Ein Loch in der Erde, aus dem Dunkelheit euch entgegenscheint. Außerdem kann Duri mehrere Gestalten sehen, die in der Ruine sind. Drei. In Rüstung? Bewaffnet. Ziemlich rau aussehende Gestalten. Zwei Männer und eine Frau. Mit großen Waffen, die ihre Augen, die mit so kleinen, wie aus Knochen oder Holz gefertigten Sichtschutzlinsen aus den Ruinenfenstern ihren Blick über die Weite schweifen lassen. Achso, die werden uns auch sofort sehen, wenn wir kommen, quasi. Potenziell, habe ich das Gefühl. Hast das Gefühl, da steht jemand wach. Dann gebe ich das so weiter, wir sagen, da sind drei Gestalten und scheinen das Ganze zu bewachen, sind bewaffnet. Da ist ein Eingang, der geht in die Tiefe. Was für Waffen? Schwerter. Was sehe ich? Sehe ich irgendwie Magie-Sachen? Ja. Magie sehen ist ja schwierig. Ich dachte jetzt an Pfeil und Bogen, weil wenn die uns aus einem Schützengraben aus angreifen. Hat einer einen Stab, einen magischen Stab offensichtlich? Du siehst bei einem tatsächlich eine Armbrust. Okay. Armbrust, die werden uns auf jeden Fall sehen. Haben wir die Möglichkeit, sie abzulenken, dass sie gerade nicht nach außen schauen? Ob wir irgendetwas Magisches vor Ort machen können, was sie. Ich könnte denen Dori ins Gesicht schicken, dass sie von Gesicht zu Gesicht fliegt und denen die Augen auskratzt. Wir werden die bestimmt umbringen, aber... Also ich könnte mit zugegebenermaßen ein bisschen größeren magischem Aufwand drei von uns, drei Tiere ausgeschlossen, rein theoretisch unsichtbar machen. War doch auch nur einen begrenzten Zeitraum. Eine Minute, ne? Tja, und man könnte auch dann nicht angreifen, ohne offensichtlich die Deckung aufzugeben. Also es hätte durchaus einige... Nachteile, ja. Eine Ablenkung wäre gut. Ich kein Teleportationszauber mehr beisammen. Wenn ihr irgendwas hättet, was ja eine Ablenkung vor Ort machen kann. Ich habe auch schon überlegt, aber meinen unsichtbaren Begleiter kann ich nicht so weit vorschicken. Das ist das Problem. Ich meine, Dori kann den auf den Kopf kacken oder so. Moment. Das sollte sie so oder so. Ja. Oh. Kann Dori eine von den Illusionskarten mitnehmen und irgendwo fallen lassen? Funktioniert das wohl? Das müsste wohl funktionieren. Ah, das ist eine coole Idee. Das machen wir. Das haben wir dann. Dann haben wir mal wieder einen guten Grundtipp zu benutzen. Ja, dann mache ich das. Die hast du da, ne? Ich glaube, die sind da mit drin, ja. Gut, meine nächste Frage gewesen, ob wir zumindest auf 60 Fuß rankommen, weil dann könnte man mit Silent Image noch was machen, aber das ist cooler. Das ist auch günstiger erstmal. Ja. Naja, was heißt günstiger? Die sind dann weg, aber. Ja. Soll ich die nochmal mischen oder? Machen wir, oder sind die... Ich würde... Misch die ruhig nochmal. Es schadet ja nicht, wir wissen ja eh nicht, was oben ist. Ja. Bevor Ren das macht, würde ich den Drachen ordentlich im Rucksack verpacken, ihm eindeutig sagen, dass er da nicht rauszukommen hat, mich einmal in meine dämonische Gestalt verwandeln und meinen Bogen und Pfeil rausholen und
Force Life Cast. Bevor du anfängst, Stuff zu casten. because, kann ich noch kurz mit euch reden? Was ist los? Klar. Ich wollte nur, bevor wir uns jetzt in eine riesige Schlacht stürzen. Sind nur drei Leute. Noch. Ja. Noch. Ich wollte mich bei euch bedanken und entschuldigen. Also. Wir werden nicht drauf gehen. Hör auf damit. Nein, ich hab nicht. Es tut mir leid wegen letzter Nacht. Ich gerade. Ich habe euch allein gelassen mit etwas und habe etwas von euch verlangt, was ich mir selbst nicht zugetraut habe. Und gerade dir gegenüber, Corrigan, war das richtig unfair und es tut mir leid. Ich war abgelenkt mit meiner Familie, aber deswegen habe ich euch vernachlässigt und das ist keine Entschuldigung. Ich war feige und es tut mir leid. Und die Tatsache, dass ihr danach immer noch so nette Worte gefunden habt, dann auch gerade noch gegenüber meinem Vater, das bedeutet mir sehr viel und danke dafür. Ich glaube, jeder von uns versteht, dass du nicht noch einen Tod mit ansehen wolltest. Das ist völlig in Ordnung. Die Situation war für uns alle nicht einfach und kein Wesen kann vorher wissen, wie man dann reagiert in so einem Moment, gerade wenn es vielleicht das erste Mal ist, wo man genauso etwas ausgesetzt ist, weil es ein erstes Mal in dem Sinne geben kann. Und du hast gelernt, du hast reflektiert, du übernimmst Verantwortung und das ist das Einzige, was zählt. Für alles andere mach dir bitte keine Vorwürfe. Danke. Dennoch, ja, also, wie gesagt, ich war feige, aber egal, was jetzt gleich passiert, ich zieh das mit euch durch. Das weiß ich. Da mache ich mir keine Sorgen. Sehr gut. Haben wir nie gezweifelt. Wenn's hart auf hart kommt, bist ihr du da. Ihr seid viel zu cool! Ja, weiß ich. Corrigan würde einmal so awkward putt-putt machen. Umi nimmt dich sofort in den Arm. Okay, dann würde sie weiter awkward putt-putt machen. Und ne, du bekommst dann noch so ein leises, es tut mir wirklich leid. Ins Ohr. Okay, danke. Und jetzt? Schlagen wir ein paar Köpfe ein. Lass uns eine nekromantische Armee aufhalten. Los geht's. Dori! Okay. Mit der Karte. Dori nimmt eine Karte in den Schnabel. Das heißt, du wirst jetzt das. Ich werfe die Karte wahrscheinlich so ein bisschen weiter am anderen Ende weg von uns, von der Ruine, aber wo sie sie noch sehen werden, ab. So dass sie da hinschauen müssen. Und dann, sobald Dori die abwirft und sobald ich das Go gebe, müssen wir los. Okay. Also seid bereit. Ich spare mir den Space Knot. Mach das doch nicht. Mensch, Amma. Ich könnte eigentlich das fehlende Schild dann mit einem Shield of Faith kompensieren, oder? Seid ihr noch auf dem Reitchen? Ich ja. Ist der Plan? Ja. Wir reiten ja gleich weiter, oder nicht? Ja, wir werden also gleich entdeckt, aber erstmal das Überraschungsmoment vielleicht. Es gibt leider kein cooles 3D-Modell von diesen Reitchen. Wenn ihr so vielleicht eine Quelle wisst, wo man ein cooles 3D-Modell findet für ein solches Reittier, dann schreibt es in die Kommentare. Für Sandläufer? Also den Sandläufer habe ich mir ausgedacht, aber... wenn ihr einen bauen möchtet, mit Blender oder also so. Also ein Riesenstrauß oder so. Ja, es ist halt so ein bisschen orientiert an dem X-Beak. Dachschnabel. Ja, dann? Vielleicht können die auch kämpfen, die Viecher. Vielleicht können wir die auch nutzen, damit sie selber... I don't know. Haben sie denn Axtschnäbel jetzt? Ja, habe ich doch so verstanden gerade. Sind schon daran orientiert. Die haben Kettensägenschnäbel. Das wäre so geil. Schon. Contemporary Anime Reference. Welchem Film ist das denn nochmal? Bei welchem? Chainsaw Man, nein. Nee. Camelot. Irgendwas. Stimmt, mit dem. Es gibt so einen Zeichentrickfilm, wo sie irgendwie so Tiere mit ganz vielen Waffen immer verschmelzen. Nee, da verschmelzen sie eigentlich Menschen mit Waffen. Soul Eater? Nee. Ach, ich würde sagen, das ist nur ein Tier dabei, stimmt. Und das Huhn gerät da aus Versehen rein. Genau, das Huhn hat dann einen Axtschnabel. Genau. Nee, den muss ich auch noch gucken. Ja, ich auch. Cool.
Ich kenne nur Menschen mit Hunden. Rally. Okay, um das nochmal, also das sehen wir, okay, danke. Big Brother, ja. Okay, ja. Ja, ich cast Shield of Faith. Und schreibe mir auf, dass ich am Konzentrieren bin. My AC is now a whopping 14. I have nothing to prep, Buff. Und wir haben jetzt nicht Zeit für eine 10-Minuten-Rede, so. Haben wir nicht? Nee. Der hat die Armbrust. Mhm. Ich sag's mal. Okidoki. Aber die halten auch in die Richtung Wache. Hm? Also die halten zu uns gerichtet Wache quasi. Momentan noch, ja. Weil dann können wir uns auch einfach von außen rum anschleichen, oder nicht? Die halten, also, weiß ich nicht, die gucken halt in verschiedene Richtungen. Ah, okay. Die lassen halt ihre Blicke schweifen. Es sind halt nicht Minis, die stationär irgendwie rumstehen. Klar, die können auch in die Fenster gehen und gucken. Genau, okay, die können sich auch bewegen. Ich dachte nur, vielleicht ist dahinter dann noch ganz viel Ruine. Und dann... Nee, das ist tatsächlich falls das liefe. Einzige. Ich mach's doch. Ich mach's doch, Holz. Falls sie liefe. Falls sie liefe. Falsche Liefe. Wie war das? Fresh Avocados? Ja. Ja, genau. Voll Whopping 2. Shield of Faith und Shield canceln sich ja sowieso aus, ne? Nee, wieso? Ah, okay, nee, dann bleibt ja mein AC konstant, wenn ich das Shield durch Shield of Faith ersetze und sonst wird sich stacken. Shield ist ja immer nur für eine Runde da. Das machst du ja als Reaction. Aber Shield of Shield Faith, of nicht. Das ist jetzt nee, Shield of Faith ist halt einfach plus 2 auf deine AC. Okay, nur bei dem normalen Shield da stand, das kann immer nur ein Shield geben. Das sind nicht meine Spellcards. Aber dann weiß ich das nicht. Bei dem Shield hier auf D&D Beyond, you can benefit from only one shield at a time. Ja, das ist aber der Gegenstand. Shield. Genau, deswegen war meine Frage. Ach so, ja. Nee, alles gut, das hat nichts mit den Spells zu tun. Nee, dann bleibt es für jetzt konstant und wenn ich nicht mehr reiten würde, würde es sich stacken. Got it. Wo möchte denn Duri die Karte fallen? Also ihr seid ungefähr da so. Da. Redest du mit uns drüber? Ja, klar. Ich hätte gesagt, wie gesagt, so, dass einer auf jeden Fall sieht, dass da was passiert. Am besten in die andere Richtung, aus der wir nicht kommen. Genau, ja, meinte ich ja eben. Genau, kann natürlich sein, dass das nur ein Wiesel ist oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Was das jetzt wird. Ein Wiesel wird nicht so viel bringen. Das heißt, wenn ich sage Stopp, dann muss ich noch eine abwerfen, weil das irgendwie nur ein Wiesel war. Gut. Alles klar? Okay. Gut. Alles klar. Gut. Ich habe leider was gesehen. Dann mal los. Magst du mal mit deinem Laserpointer zeigen, wo du das hinschießt? Nein. Hier. Oder mit Rias Laserpointer. Ja, nein, du kannst mein hier. Ja, dreh den Sicherheitsschlüssel um, damit du deinen Laserpointer benutzen kannst. Guck mal, man sieht sogar den Strahl. Du hast Angst, du kannst es einfach echt. Okay, ich nehm Rias Laserpointer. Es gibt jetzt Dominik Laserpointer vom Boot. Oh, das ist ja langweilig. Aber jetzt, ich bin so geblendet, dass ich das jetzt nicht mal sehen kann. Wir kommen ja von hier, so, ne? Nein, Jenny. Von da. Von hier. Genau. Ich dachte, Dominik hat Laserpointer vom Boot. Also diese Person hier sieht den ja auf jeden Fall, wenn ich den irgendwie da hinten ablade, ne? Dann würde die ja auch wahrscheinlich den anderen dann Bescheid sagen, dass da was ist. Also ich habe das, oder ja, habe ich das Gefühl, dass diese Person hier vorne, die... Ach, das ist der Eingang? ...das sehen würde, wenn ich das hier hinschmeiße, ja, ne? Wahrscheinlich. Oder weiter da halt. Und das Loch ist hier, oder was? Genau, da ist das Loch. Okay, ist die Ruine, geht die hier hinten noch weiter? Ist die noch größer, oder ist das da? Nee, das ist alles. Ach so, krass. Ja, dann mach das doch von der anderen Seite aus, oder? Ja, da hinten, wie gesagt. Ich feiere die Idee richtig. Mit den. Ist mir gerade noch eingefallen. Ja. Wie viele Karten haben wir eigentlich noch? Noch ein paar. Hier. Oh ja, das kann man. Ist halt ein Deck. Ja. Fehlten einige tatsächlich. Ich habe schlecht gewürfelt, aber es sind noch ein paar. Ja, mit 13 Karten oder sowas fehlten. Duri fliegt lautlos in ausreichender Höhe weg über diese Ruine und lässt dann die Karte fallen.
die normalerweise vom Wind verweht werden müsste. Aber es ist ein magischer Gegenstand. Und diese nun, verhalten sich etwas anders, was Gravitation und die Witterungsbedingungen betrifft. Und dadurch trudelt sie langsam Richtung Boden. Und an dem Ort, wo sie aufkommt, zeigt sich in der nächsten Sekunde eine gebeugte, dürre, grauhäutige, gehörnte Frau mit einem fast dämonenartigen Gesicht. Corrigans Oma? schwarzen, zotteligen Haaren, langen, großen Hörnern, die hinten über, also die hinten in die Luft ragen und zwei langen, knorrigen Armen mit scheinbar noch länger wirkenden Fingern in spitzen Fingernägeln endend, die anfängt zu kichern und in ihrer Hand aus blauer magischer Energie einen dunklen Ball zu formen. Ich glaube, das reicht. Oh, okay, nice. Mal. Wow. Nein, die Ruine ist im Weg. Ich will die Oma sehen. Es ist nicht die Original. So. Okay, sehe ich, dass kennst die reagieren? Duri kann das auf jeden Fall sehen. Ja, die würde das so also parallel versuchen zu übertragen. Ja, Duri sieht auf jeden Fall, dass Bewegung in die Gruppe kommt. Und Duri kann noch zwei weitere Gestalten ausmachen, die jetzt in Bewegung kommen. Oh, aus dem Geheim. Geil. Mhm. Ja, Duri hat ja nicht so geil auf Perception. Nee, ist okay. Aber das ist cool. Genau. Aber voll gut, dass wir das jetzt gemacht haben. Ja. Ja. Cool. Drin. Ja, die jetzt in Bewegung kommen und tatsächlich wird ein Armbrustbolzen unter viel Gerufe auf diese Gestalt abgeschossen. Ihr hört dieses Zischen, das durch die Luft fahren und er fährt direkt durch die Gestalt. Los, jetzt! Zack! Okay, okay, das wirft da eine Initiative. Nice. Ach Mann. Ja. Na, ich sitze eh hinten drauf. Ich war dabei. Hast du auch eine 6 gerufen? Eine 5. Okay, ja, gut. Rennen. Ja. Was hast du? Eine 7. Ist das nur 1? Insgesamt? 7, ja. Okay. Mhm. Corrigan? 15. Ich mach den jetzt über die Beyond gerade. Ja. Sinister. 5. Wow. Au! Oh Mann. Oder wie es hier heißt bei die Beyond, Player D. Player Character D. Hallo, Player D. Player D. Bist du zuerst? Weil Ginny nämlich ihr Character Sheet nicht auf Level 8 abgedatet hat. Sodass ich auf D&D Beyond nicht ihr originalen Charakter für Umi benutzen kann, sondern nur von den anderen drei. Entschuldigung. Wir sind Level 8. Das ist mir auch neu. Okay. Okay. Ja, als erstes fliegt ein Bolzen und tatsächlich im nächsten Moment, was Duri auch noch sehen kann, ein Zauber aus den Fingern von dieser Gestalt in Richtung der illusionierten Hexe. Okay. Dann kommt noch ein Wurfmesser dazu. Schön. Aus dieser Richtung. Und Kevin, okay, die müsste auch noch rumgelaufen sein dafür, oder? Das ist ja nicht in der Line of Sight. Ja, die ist hierher gelaufen und hat das hier durch ein Fenster gemacht. Okay. Und dann ist Corrigan dran. Ja, wir reiten dahin. Ja. Ich weiß ja nicht, Double Dash. Ich wollte gerade sagen. Ich weiß ja nicht, wie schnell wir sind und wo. Aber unsere Initiative ist ja nicht die von unseren Vögeln, würde ich sagen, oder? Tja, weiß ich nicht. Das weiß also, ich nicht. Weil sonst sind wir zu langsam da. Naja, die Reiterregeln bei D&D sind ja relativ kacke. Deswegen, normalerweise agieren Reittiere
direkt nach dem Reiter. Das ist ja dumm. So? Ja, das ist richtig dumm. Das heißt, du kannst gar, du musst deinen Angriff halten, bis dein Reittier sich bewegt hat. Okay. So funktionieren die Regeln für D&D. Finde ich aber völlig im Blödsinn, sondern ich würde einfach sagen, die Zeit, in der ihr auf den, also in der ihr beritten seid, wir haben die gleiche Diskussion schon geführt, als wir den nächsten Kampf gemacht haben. Ja, stimmt. Und da habe ich gesagt, ja, ich schreibe mal richtige Regeln dafür und so. Hab ich noch nicht gemacht. Deswegen würde ich sagen, euer Movement ist einfach ist das, von den, ist das von den Viechern. Okay. Ja, cool. So. Und ihr könnt auch, und die können auch dashen als Aktion, ohne dass ihr eure Aktion verliert. Ja, cool. Wie ist das jetzt aber geregelt, wenn wir uns eins teilen? Ja, ich sitze halt drauf und werde mitgenommen. Ich kann mich dann entscheiden, ob ich einfach da sitzen bleibe oder und dir das überlasse, weil du steuerst. Ja, de facto bist du diejenige, die steuert. Das heißt, es agiert halt in deiner Runde. Ist mir auch egal. Deiner Runde. Ich habe dich als Deckung, das ist super. Toll, danke. Freut mich. Ich glaube, sie ist schon für mich so three quarter. Ne? Von uns beiden hat du bist hinter ihr, du bist in total cover gerade. Ja! Aber du siehst auch nichts. Ah. Muss ich halt immer so vorbeugen. Ich kann immer einfach den Feuerball immer so über dich rüber haken und auf gut Glück hoffen. Okay. Ja, ich sag dir einfach, wo du hinziehen musst. Ja. Corrigan, du bist in Dämonengestalt. Ja. Und ich mach mal so einen grünen Ring um dich rum, damit du, damit wir sehen, dass du beritten bist. Ich komm, von dieser Seite kommen wir. Von da? Ja. Ich dachte insgesamt von hier, wo die. Nee, ich hab ja eben auch mit dem Laserpointer. Ja. Nee, okay. So ist es nur aber am offensten, damit man am meisten sehen kann. Aber ehrlich, ich habe mit dem Laserpointer halt auch überall dahin gemacht. Was für ein Movement hat denn mein. 50 Fuß. Cool. Ja. Dann das kann dashen. Dash das Vieh jetzt. Und das Vieh dasht. Ja, und mach bitte so einen Bogen einmal hier so hin. So. Okay. Bogen. 10, 20, 30, 40. Ja, mit Double Dash. Blöde Frage. Alter, ja. Kommst du hier? Ja, dann macht es das. Cool. Okay. Dann haben die mich gesehen. Die haben dich gesehen. Dann benutze ich mein Movement, um da hochzufliegen. Ach so. Also dein Movement ist halt, dass dein Reittier ist. Das heißt, du kannst nicht noch dein extra Movement benutzen. Da, aber ich habe jetzt noch die Bonus-Action und die. Action. Genau. Richtig? Mhm. Genau. Das heißt, du kannst, also meinetwegen kannst du sagen, du kannst jetzt noch deine Bonus-Action benutzen, um selber zu dashen. Selber zu dashen. Okay. Dann mache ich das nämlich. Und ich mache mal Wüsten-Combat-Musik an. Oh yeah. Yes. Sandcore. Sandcore, geil. The Root Sandstorm is out. So wie Nightcore, nur mit Sand. Genau. Dann fliege ich da hoch. Mittagessen-Core. Nein. Das ist echt cool. Also da, wo ich halt ordentlich stehen kann. Ne? Hier also, so. Das fällt doch eh gleich wieder runter. Nein, sowas passiert nie. Musst du hier so Putty, so Dinger, hast du das? Habe ich an meinem Schreibtisch. Ach so. Hinter mir? Ja. Soll ich das mal holen? Ja, ist schon okay. Ja, aber nee, aber was? Nee. Aber nee, aber ja. Tatsächlich einfach diese Ecke da hinten. Also hier die, ja, genau. Ja, da kannst du auch besser stehen. Theoretisch. Notfall auf dem Vorsprung, oder? Nein! Okay. Ja, doch. Stell dich mal hier hin. Genau. Und dann würde ich schießen. Mhm. Aber die haben mich ja alle gesehen trotzdem. Obwohl ja, du bist nicht okay. Versteckt. Dafür ist es einfach zu auffällig, wenn das Ding angesprintet wird. Ist okay. Dachte vielleicht, ja, aber die Flüge haben sie ja gesehen wahrscheinlich. Deswegen würde ich dann schießen auf einen, auf den Magier tatsächlich, glaube ich, am ehesten. Auf ihn? Also den, ja. Okay. Er hat trotzdem, was dich... Also du weißt ja nur, dass er Magie gewirkt hat über Dori und sowas. Die Gestalt trägt trotzdem Rüstung, Helm und Schild. Hm. Kampfmagier. Okay. Gut, dann schieße ich. Dann gib mir mal einen Angriff. Shit. Da ist ein Magier. Obwohl, der hat Rüstung. Ja, 13. 13 verfehlt. Ah, ist okay. Du lässt einen Pfeil von der Sehne. Von oben, aber im Flug, aufgrund der ganzen Geschwindigkeit, die du aufgebaut hast, verziehst du und der Pfeil schlägt einfach nur zwischen den Steinen in die Trümmer. Mhm. Dann ist als nächstes hier unten dran.
Und rennt einmal hin. 5, 10, 15, 20, 25, 30, ja, hier. Und in schneller Abfolge werden zwei Wurfmesser nach dir geschleudert. Es ist eine 15 zum Treffen. Das trifft nicht. Und das zweite ist eine 18 zum Treffen. Shield. Okay. Welche Ini hattest du nochmal? 6. Okay, du bist kurz vor mir dran. Oder 7 oder sowas. Und dann wird mit der Bonus-Action gedashed. No! Sodass sie sich hier aus deinem Blickfeld bewegt. Unter das Ding. Ich sehe, Ria sieht leider. Ah, okay. Ja. Also sie ist jetzt nicht mehr in deiner Schusslinie, dafür müsstest du warten. Steht unter dir. Genau, steht direkt unter dir. Kann ich meinen Zug, das kann man ja, glaube ich, machen, ne? Einmal komplett hinter Umi schieben. Für immer. So, das kann man ja am Anfang, glaube ich, machen. Von wegen der Bewegung. Ja, genau, ja, weil sonst bringt das nicht. Ja, kannst du machen. Dann bin ich nach dir. Okay. Das können wir machen für jetzt. Cool. Genau, du wärst nämlich als nächstes dran. Also ist Umi jetzt dran. Nee, Sinn ist das erst dran. Und alle anderen. Echt? Sie sind voll schlecht gewürfelt. Er ist dran. Mhm. Er dreht sich um. Und schießt mit seiner Armbrust auf Corrigan. Because why not? 14 zu treffen. Ja. An dir saust ein Bolzen vorbei und schlägt. Tatsächlich zerschlägt einen der Steine hinter dir in der Mauer. Oh oh. Und dann bewegt er sich vorsichtig hier runter. Ich wollte sagen, da ist ja gar keine Treppe. Wie ist er da vorher raufgekommen? Ja. Klettern. Klettern. Hm. Genau. Dadurch kommt er aber auch nur bis hier. Und nicht weiter runter. Also nicht weiter. Dann ist Sinister dran. Mhm. Wie weit bin ich nochmal weg im Fuß von denen? Ich bin da auf der Ecke. Very weit. über 120 Fuß, sagen wir es so. Aktuell? 30, 60, 90. Du bist ungefähr 120 Fuß von dem Zentrum entfernt. Okay, habe ich irgendjemanden in diesen 120 Fuß in der direkten Sicht? Oder könnte mich so positionieren auf die Distanz? Also ich positioniere mich so, dass ich auf die Distanz 120 Fuß entfernt bin und eine klare Sicht auf die habe. Okay. Ich glaube, das ist gerade am einfachsten. Okay, dann reitest du wahrscheinlich eher so hier hin oder sowas und dann hast du auf jeden Fall die beiden in direkter Sicht. Genau, dann habe ich wahrscheinlich auch noch gut Movement übrig. Ja. Das sind 15, gehen wir mal einfach davon aus, ihr fangt hier an. Dann sind es 15, 30, 40. Fuß. Wer ist das Ziel auf Englisch? Aim. Ist da die Aim? Dann würde ich auf den vordersten, wo ich ein freies Sichtfeld habe, ein Guiding Bolt versuchen. Dann schieß mal los mit deinem Guiding Bolt. Yes. Das ist eine 21. Eine 21. Ja, doch. Eine 21 trifft ihn. Sorry, ich hab gerade nur den Drittlevel von denen gefunden, nicht den Erstlevel. Okay, dann gibt es. Das
13 Radiant Damage. Okay. Und der nächste Attack Roll hat wegen dem dimmenden Licht, das sich dann natürlich weiter halten wird, hat Advantage gegen ihn. Gegen ihn? Ja. Okay, ich markiere ihn mal. Bis zum Ende meiner nächsten Runde. Ich versuch's mal. So. Aber gilt nur für die nächste Attacke. Okay. Dass du Advantage hast, oder? Nee, egal. Der nächste Attack Roll hat gegen ihn Advantage. Okay. Das ist halt nur, gilt nur für den allernächsten und endet nächste Runde von mir. Genau, dann habe ich noch Movement und das ist erledigt. Entschuldigung, ich habe gerade irgendwas vergessen, was ich gerade machen wollte. Ne, ich bringe mich erstmal ein bisschen wieder aus dem Schussfeld mit dem Remaining Movement. Das sind dann noch 10 Fuß, ne? Das ist eigentlich nicht viel. Nee, aber du hast ja, also du kannst ja auch dashen mit dem, haben wir ja gesagt. Wenn das geht, dann würde ich sogar fast versuchen, auf die andere Seite, so weit wie es geht, zu kommen. Okay, du hast 40 dich bewegt. 40, dann sind das 70. Aber tatsächlich auch in einem möglichst großen Bogen. Also ich versuche auf jeden Fall Distanz zu halten, damit jetzt ich nicht irgendwo in 60 Fuß 40, Ranges komme. 50, 60, 75, 85. 85, 100. Perfekt. Bis dahin kommst du. Danke. Muss ich sonst noch irgendeinen Concentration- oder Acrobatics-Check machen für dich? Nö. Okay. Solange du den Schild nicht angelegt hast, deinen normalen... Nee, ich rechne jetzt nur mit Shield of Faith als Ersatz dafür. Ja, genau. Deck. Genau, nee, dann bin ich fertig. Vielen Dank. Alles klar, dann ist Umi dran. Ja, ich würde tatsächlich auch tatsächlich relativ direkt darauf zudashen, sodass ich die dann gut im Blick habe. Ja. Also nichts da mit Versteckbogen. Okay. 30. In die Gefahr! Vielleicht noch irgendwie so ein Stück weiter gerade in die Richtung. Du bist damit drauf, ich die das weißt du. Ja, deswegen reicht das. Damit du wen sehen kannst? Die in Corrigan, auf Corrigans Seite. Gut, ja. Weil sonst ist die Wand da ja so im Weg. 60, 70, 80. Hier so? Ja. Das schaffst du. Also rennen hinter dir. Ich wollte gerade sagen, kannst du rennen dazu stellen. Genau. Ah, Vorschlag. Ich setze ein Feenfeuer drauf, du setzt einen Feuerball hinterher, sobald Corrigan aus dem Weg gesprungen ist. Ist das genug? Sind die nicht viel zu weit auseinander? Die drei da vorne nicht. Das ist ein 20-Fuß-Radius. Das heißt, die kriegen wir doch in so die Mitte hin, dass dann, wir ja, die das in Corrigans Haus alle kriegen, gehen, oder? Ja, ja. 20-Fuß-Radius ist das hier. Ja, das sollte funktionieren, ne? Ja, dann kriegen wir die sogar alle, oder? Nee. Oh. Nicht ganz? Drei im Bestfall. Na dann. Nein, vier im Bestfall. Also alle? Nee, vier, fünf. Vier. Wo sind, ich sehe nur. Hier ist unter Corrigan. Unter. Ach so. Die kannst du nicht sehen. War das die Magierin, die da unter drunter ist? Nee, der. Nee. Sehr gut. Nicht, dass wir wissen. Aber dann würde Umi da auch direkt einen Fairy Fire hinsetzen. Gut, ich meine, das bringt mir. Das ist aber nicht ganz so groß, ne? Das bringt mir auch für meinen Feuerball nichts, ne? Food Cube. Ja, aber ein Cube ist deutlich kleiner. Das ist das rote hier. Fair enough. Ja. Dann auf die beiden, wo Corrigan gegenüber ist, damit sie dann gleich drauf schießen kann. Hier hin? Ja. Okay. Kannst du gleich direkt mal checken, ob ein 40-Fuß-Cube, wenn der da drauf ist, auch alle einschließen würde? Oder? 40-Fuß-Cube ist nicht drauf. Frag für einen Freund. Frag für einen Freund. Mein 40-Fuß-Cube müsste ja das sein, aber mit Ecken, weil das sind ja 40 Fuß. Mhm. Ich glaube, mit einem 40-Fuß-Cube. Nee, würdest du auch nur 4 reinkriegen. Nur 4, aber immerhin 4. Okay. Ja. Okay. Fairy Fire, auf die beiden. Auf die beiden. Okay. Das ist er hier. Kriegen Dex-Safe. Ja. Du willst immer, dass wir uns unsere eigene Spell machen. Ja, hast ja auch recht. Es sind so viele verschiedene Heinis. Ah, fair. So, und die passen halt nicht. Und ich muss mir merken, welchem ich welche Mini zugeordnet habe. Fair. So, ist nicht so einfach. Sie. Ist das Zahl? Hat. Okay. Sorry, was kannst du nach? Eine 17. Dammit, ja, ist geschafft. Und er. Er hat auch eine 17. Oh. Chromatisches Skelett.
Dann kriegt Ren eine Bardic Inspiration mit. So, das kannst du bestimmt besser als ich. Ja, aber ich mache ein bisschen was anderes. Lass dich überraschen. Mehr Feuer hoffentlich. Ja. Dann ist Ren dran. Ja, wenn ich da wirklich 4 in diesen Cube reinkriege, würde Ren seine Hand ausstrecken und sagen, nicht so hastig, meine Freunde. Die Slowcasten auf 4. Okay. Das ist in der Tat besser. Danke. Okay. Wisdom Safe. Ich fange mal wieder links bei ihm an. Mhm. Hoppla. So, das jetzt so gemacht. So, da. 7. Ist so praktisch, wenn es mal funktioniert. Ja. Wenn es mal funktioniert. Aber es hat vorher eigentlich immer gut funktioniert. Heavy Fire ist auch praktisch, wenn es mal funktioniert. That's what I just said, yes. Achso, ich dachte Slow. Nee, ich hab Fairy Fire gesagt. Ich hab Slow verstanden. Slow hat bisher auch immer funktioniert, dachte ich. Ich hab keine Slow-Ringe. Ich nehm einfach mal Cursed-Ringe. Ja, Cursed! Warum hast du dir schon wieder... Soll ich den Gefährlichen nehmen, ja? Nein, lass mir meinen Spaß. Sie hat eine 11. Und die beiden noch, ne? Ja. Stell mal vor, die werden gefeiert und geslowt. Ja, das ist auch geil. Cool. Einfach drauf. Was ist denn nur? 16. Und der letzte da. 5. Ja. Der Magier, ne? Ja. Ja. Wenn der einen Spell castet mit einer Action, muss ich einen D20 würfeln. Ja. Cool. Der wird dann verzögert, wenn er 11 oder. Wenn ich 11 oder höher würfel. Nice. Mhm. Wenn er First Level ist. Okay. Das, Was, One Action. Was machst du noch rein? Ja. Ich würde versuchen, nichts zu machen. Nein, ich bleibe tatsächlich da. Ich habe überlegt, ob ich noch was mit meiner Bonus-Action mache, aber dann erstmal nicht. Ich bin ja auch gerade gut geschützt hinter Omi. Wenn wir gleich einen Feuerball abkriegen, dann lache ich dich so aus. Ich meine mich auch, aber dich auch. Das muss sie erstmal, das wird verzögert, wenn die das machen will. Genau. Nee, aber Duri würde danach tatsächlich der Person, also würde der versuchen, ins Gesicht zu fliegen, die nicht geslowt ist, damit die eine Help-Action machen. Okay. Oh, kaka! Ja, das war's. Okay. Und ich bin concentrated. Du bist concentrated. Und denk daran, bei Slow hatten wir ja, dass die jetzt dass sie immer einen Saving Throw machen dürfen, ja, am Ende ihres Zuges. Genau. Hast du recht. Okay. -2 auf AC und Deck Saves. Keine Reaktion. Nur Aktion oder Bonus Action. Und immer nur eine Attacke. Mhm, kein ja. Multi-Attack. Und wenn sie Spellcastet. Achso, und die deshaft. Genau, und das mit den Spells. Mhm. Dann ist als nächstes der Typ hier vorne dran. Für den ist das denkbar scheiße. Nee, keine Advantage. Für den ist das natürlich denkbar scheiße. Weil der Multi-Attacker? Ja, vor allem, weil der nur eine Nahkampfwaffe hat. 15. Haut sich einfach selber. Ja. Oder sein Kumpel, neben dem steht er auch. Halt so, okay. Ja. Suggesten wir die Leute einfach wieder? Können wir auch. Kannst du machen. 5. Die Magierin vielleicht? Oder die Magier? Ja, rennt sehr langsam auf Umi und dich auf eurem Reittier zu. Ja, ja, hallo. Und macht am Ende seines Zuges ein Safe. Mhm. Ey, eine 5. Ich dachte, Mann, oh nein. Ja. Schön. Das ist der hier dran. Ich will nicht die kurze Zusammenfassung, ich will das sehen, was der kann. Mann. Oh man, das ist so scheiße. Mit Slow? Oder was? Ja.
Der ist sehr langsam, der kann eigentlich gerade nichts sinnvollerweise machen. Deswegen dreht er sich um zu Duri. Die braucht er nicht, die kann er ignorieren. Und macht einen Angriff gegen Duri. Ja, ich bin wieder. Scheiße, jetzt muss ich auch noch die AC von der Eule rausholen. Nicht hoch. Das ist eine künstliche 20. Ja, die wird er wohl treffen, ist er weg. Sorry, ist ein 22 sogar. Ja. Künstlich. Dann fluff, ist sie wahrscheinlich einfach mal weg. Mit einem Schlag des Schwertes wird Duri. Duri ist so abgelenkt. Ja. Er die ganze Zeit vor dem anderen drum. Und von den, alles in Zeitlupe und rennt nur. Duri, nein! Das wirst du bereuen, mein Freund! Und dann verschwindet Duri und das ist. Michi, bitte vorrennen in Echtzeit so. Aber du bist doch gar nicht geslowt. Hier noch 5, 10, hier Richtung Treppe. Verstecken die sich alle? Wenn die klug sind, ja. Schießt keiner mehr auf die Hexe? Nein. Hat wohl irgendwer gemerkt, dass sie nicht echt ist. Ich würde sagen, wir haben wahrscheinlich gesehen, dass der. Es ist immer nur so ein One-Hit-Wonder für eine Runde, eine Illusion. Aber ist halt cool. Ja, ja, hat uns trotzdem eine Runde geschenkt, so. Mhm. Ja, und die Angriffe abgewehrt am Anfang, ne? Die gegen uns gewesen wären, höchstwahrscheinlich. Ja. Die haben bestimmt alle Attacken gehalten, wenn sie da rumlungern. Hallo! Umi, dreh mal um! Und wirft ein Messer nach Umi. Verdammt. Okay. So, das fliegt doch ganz langsam. Das ist eine künstliche 21. Ne. Ganz knapp. Szene bei Austin Powers mit der Dampfwalze. Wir stehen da so und warten, bis die Attacke kommt. Umi, das sind einmal 7 Piercing Damage für dich. Alles klar, es geht los. Das ist ja noch nichts. Ne. Blöde Frage, wie holst du das auf diesen Viechern für den Nahkampf? Stimmt, haben wir. Achso, ob man da Schutz hat durch die? Nee, einen Schutz hat man dadurch nicht. Weil, also kommen die an einen ran? Also hat man die jetzt immer. Ja, die sind ja nicht so groß, die sind halt so groß wie ein Pferd. Ja, ich weiß, aber wenn du, also jemand zu Fuß ist gegen jemanden, der auf dem Pferd sitzt, mit einem Nahkampfangriff. Hat halt Vor- und Nachteile. Du bist halt auf dem Pferd weniger flexibel zum Ausweichen. Andererseits bist du halt in erhöhter Position und so. Ja, was. Ich würde gesagt, das hängt mega von der Waffe ab, aber. Ja. Ja, bestimmte Waffen sind sehr von Nachteil, aber solange das nicht im vollen Galopp ist, sondern man irgendwie steht oder sowas, ist tatsächlich, ist es gar nicht so schwer, zu Fuß jemanden zu verletzen, der auf dem Pferd ist. So. Das Problem ist halt die Geschwindigkeit, um sich anzutrauen. Okay, aber das heißt, es ist für die Kampfregeln jetzt egal und wird wie normaler Melee. Es ist normaler Nahkampf. Gut, das war sie. Und dann ist als nächstes Corrigan. Ja, ich benutze meine Action, um auf den langsam auf Umi und Ren zustürmenden draufzuschießen, den Sinister vorher angebissen hat. Oder so. Ja, kannst du mal. Und hab da Advantage, richtig? Ja, so sieht's aus. Das ist schön. Ich dachte, der Sinister hat den anderen angebissen. Ach, ich komme nicht mit. Das ist eine 20. Eine 20 trifft den. Das ist schön, dann ist das jetzt mit Sneak Attack. Ja, ohne Sneak lohnt sich das ja echt nicht. Nee. Weiß nicht. 25. Du schießt von hinten einen Pfeil in seine freiliegenden Schulterblätter. Und siehst, wie er so einen Ruck nach vorne macht, was so ungefähr die schnellste Bewegung ist, die er in den letzten paar Wochen gemacht hat. Nee, in dem Moment halt richtig. Okay. Und dann wieder langsam. Schmerzbefreit. Ich sehe einfach nur, wie er da super langsam mit seinem Rücken mir präsentierend langläuft. Ja, du so. Seriously. Ja. Ja, er hat eine arme Klasse von, weißt du, also viel zu wenig im Moment. Ja. Was machst du noch? Ich benutze mein Movement, um hier runter zu fliegen. Da an die. Jetzt ist er kaputt, du hast ihn kaputt. Du hast ihn kaputt. Da in die Ecke werde ich. Ja, ja, genau. Und würde mich damit meiner Bonus-Action verstecken. Okay. Versteck, schnack, schnack. Das kannst du machen. Ja, mit einer 21. Alles
Alles klar. Und mein Shield endet. Oder? Jo. Mhm. Ja. Ja. Dein Zug dann. Ich muss mir gerade gestrichen. Okay. Achso, dann ist ja der Effekt jetzt weg. Warum? Achso. Ah, shit, die anderen beiden haben ihre Saves nicht gemacht eben. Die hole ich nochmal eben nach, ob die noch geflaut sind. Zuerst für sie. 17. Mieze Pieze. Mieze Pieze? Ja, wenn man den AC erreicht, dann trifft man. Mieze Beats it. Und für ihn. Ah. Ich habe Mieze Pieze verstanden. Ich werde so, was willst du mir kommunizieren? Könnte ich mehr Pizza essen möchte. Ja, er hat dann 6. Er schafft es nicht. Also entweder meine Betonung wird deutlich schlechter jedes Mal oder du hörst nicht richtig. Corrigan. Beides. Nach dir ist die eine dran, die nicht geslowt ist. Ja. Die rennt einmal hier hin. Ich habe auch nicht gesehen, wo Corrigan hin ist. Okay, aber das sehe ich bestimmt ja nicht. Ich sehe sie ja nicht und sie sieht. Ich weiß, ich habe nur gesagt nach dir. Okay. Deswegen habe ich dich angesprochen. 10, 20. Hör auf mich anzusprechen. Halt's mal. Springt in das Loch, in den dunklen Eingang. Was will die denn da, oder in einem Loch, du? Verschwindet. Das kann die mal vergessen, du. Das heißt, wir müssen jetzt ganz schnell hinterher. Jemand. Dann ist er dran. Ich hab's nicht gesehen. Ah, doof. Corrigan hat's nicht gesehen. Dieses Loch gesprungen! Hinterher, Corrigan! Rufst du wirklich? Wenn ich dran bin, ruf ich das, ja. Der schießt auf Renn. Weißt du, wie kommt er ran? Armbrust. Und wenn er verfehlt, ist er für mich, oder wie? Möglich. Aber ich habe gut Cover jetzt hinter ihr, ne? Naja, von da, wo er ist, nicht. Aber mindestens so ein bisschen. Ja. Das ist sowieso kacke. Das ist nur eine 15 zum Treffen. Trifft dich eine 15? Wenn du sagst, ich habe da gar kein Cover, dann ja. Er hat doch keine Armor Class. Ich hab aber, das ist ja nicht vorhanden. Ja, das stimmt. Aber ich habe Mage Armor gecastet, was mir aber auch nur eine 14 gibt. Ja. Aber dann spielt es halt eine Rolle, ob ich da Cover habe oder nicht. Weil also sogar Half-Cover ist plus 2. Ja, ich weiß, aber hast du ehrlicherweise nicht? Gar kein Cover bei Uli? Nein, du bist ja nicht. Also es hängt halt davon ab, wie ihr gerade steht und sowas. Und da. Tja, musst du sagen. Also ich schätze mal, dass ihr euch so positioniert habt, dass ihr irgendwie eure Gegner. Was macht er denn? Genau. Er schießt mit seiner Armbrust auf dich. Mein Gott, kriegst du halt einen. Ja, kriege ich halt mal einen Schaden. Gucken wir mal. Ist halt blöd wegen Concentration. Ich kann Shield machen. Okay. Ich mach Shield. Okay. Gut, dass wir drüber geredet haben. Ja. Dann trifft er dich nicht. Und der Armbrustbolzen schlägt in deinen magischen Schild ein. Ja, dann habe ich dann jetzt Armorclass von 19. Und dann macht er noch. Das ist besser. Ja. Für eine Runde. Und dann macht er noch einen Saving Throw. Nö. Dann ist Sinister dran. Ja, ich würde dem, der mit der Lanze da an Umi ein bisschen scratchen will, ein Firebolt gegen Donald. Jawohl, dann schieß mal los. Und das ist eine Zahl. Ja, 19. Töte nach Zahlen. Eine 19 trifft. Yes. Töte nach Zahlen? Malen, töten. Ja. Leichen malen nach Zahlen. Plundern nach Numbern. Also, Plundern nach Numbern. I tried and I failed elegantly. No, I loved it. Was ist denn das? Das ist ein Kreis. Aber neu ist dann. Okay. Dann ich weiß nicht, was du würfelst. Weiß er selber auch nicht. Dann ist das eine. Ja. Hey, wieso hast du ein W100 gewürfelt? Danke. 2W10. Achso. Ich dachte, wir sind noch bei Cthulhu. Also, das ist so eine 10, oder nicht? Ja, dann sind das 16 Fire Damage. Okay. Doch für den Damage. Damage! Ich wollte jetzt nur nicht assumen, dass ich gut gewürfelt habe. Ich wollte das auch fact-checken. Ich 16 Fire Damage. Okay. Famage. Du triffst mit deinem Firebolt in ihr Gesicht eigentlich. Und sie wird so ein Stück zurückgeschleudert und richtet sich nach wie vor. Also, gleich überstehen.
würde ich mich noch mit meinem restlichen Movement versuchen, so quasi ungefähr auf der Distanz zu den, ja, ich sag jetzt mal die Speerlady, aber auf Höhe des Basilisken von mir aus, also von mir als Spieler. Obelisken. Von hier nach dort. Dieser Basilisk da. Gut, dass ich mich schon wieder umständlich verrenke, anstatt einfach mal einen Laserpointer. Ich bin sehr dankbar, dass es kein Basilisk ist an dieser Stelle. Ja. Basilika, Basilisk, Obelisk, Asterix, oh, ist alles dasselbe. Okay. Basilikum. Während du sie anvisierst und im Augenwinkel diesen Obelisken Kopf und in deinem Blickfeld hast. Mach mal einen Charisma-Saving-Throw, bitte. Oh nein. Was ist das für ein Spell von wem? Das ist aber nicht von der, die geslowt ist, ne? Das ist kein Spell. Ah. Nichts, was du sehen kannst. Okay. Streten Charisma-Saving-Throw. Das ist doch eine echte Hexe jetzt. Das ist eine 25. Eine 25. Damn. Auf wen machst du das jetzt gerade? Sinister. Am äußersten Ende deines Bewusstseins spürst du, wie eine magnetische Anziehung, wie eine Vertrautheit und in einem kurzen Bruchteil eines Augenblicks siehst du Runen und Symbole auf diesem Obelisken erscheinen. Nur für einen Moment blitzen auf und sind wieder verschwunden. Wir sind doch wieder bei Cthulhu. kann ich noch verbal kommunizieren gerade an der Stelle? Also irgendwas schreien, ja, von kannst mir? Ja, kannst du machen. Renumi, habt ihr das auch gesehen? Was gesehen? Hä? Ich sehe nichts hinter... ich meine... und dann ist Umi da. Wie viel Movement habe ich mit den Viechern nochmal? Bis zu 100. Ach, ich muss nur ein bisschen... Also ich würde denen aus der Nahkampfreichweite rauslaufen, so Richtung Danke. Corrigan. Okay. Also 10, 20, 30. Die können ja, auch. Und mich drehen, damit rennen die nicht ab. Ich krieg doch eh alles ab. Die können ja auch noch schneller rennen. Du kannst auch weiter, ne? Ja, ja, du kannst echt weit. 100 Fuß. Ja. 100 Fuß. Also ich dachte aber bis zu 100 Fuß, wenn ich dashe. Ja, aber das ist nicht deine Action. Ach so, ja, okay. Dann laufen wir noch ein ordentliches Stück. Also ein ganzes Stück weiter. Genau. So. Und dann sag mir mal bitte, wer von denen eine Rüstung trägt. Er trägt am wenigsten. Du suchst wahrscheinlich nach Metallrüstung. Ja. Im Speziellen. Ich suche speziell nach Metallrüstung. Wie gemein. Also gerade bei den dreien, die jetzt mir halt eben entgegengekommen sind. Nur er. Ist auch der mit der Armbrust, ne? Jo. Oh, dann snack ich mir den mal. Das ist dann einmal Heat Metal. Wie viel Reichweite hast du? 60 Fuß. Sonst machst du es beim Wegreiten. Ja, bevor ich wegreite. Geht das? Angesagt und so. Ja, aber du kannst es, also wenn du es sowieso vorhattest, dann kannst du es auch gemacht haben, als du noch da warst und dann erst weggeritten sein. Das alles klärchen. Dann mache ich das jetzt nämlich. Machst dem die Metallunterhose heiß? Ja, Mann. Ja, und ich krieg keine Saves? Nee, das ist einfach da, das ist voll gemein. Nee, er kann nur ein Saving Throw würfeln, ob er das fallen lässt, ja, was heiß wird. Und wenn er es nicht kann, hat er Pech gehabt. Nein, kann er nicht. Und ich cause 2d8 Fire Damage. Okay. Dann cause mal deinen Damage. Es ist halt die Mittagssonne, ne? Meinst du, der müsste eh schon Feuerschaden kriegen für seine Rüstung, die er da hat? Ehrlicherweise, ja. Also es riecht, wie Rias Reittier heißt. Ja. Das sind 9. In, ich kenn's richtig nicht. Glow. Ja, aber der fängt dann doch auch an zu leuchten, oder? Wie viel war das Zeug? 9 Damage. Du wirkst diesen Zauber und du siehst, wie die Brustplatte, die er trägt, anfängt zu glühen und er daran greift und seine Hand so ein bisschen Brandblasen wirft und er aufschreit in Zeitlupe. Und ich sehe damit jetzt ja auch Corrigan. Corrigan, du kennst das. Feuer, Bardic Inspiration. Okay, ich habe ja auch eine. Ja. Muss ich mir hier eintragen?
Dann ist ja. Ein dran. Und ich habe auch noch die von dem DM. Genau. Holst du das erstmal? Ja, Corrigan! Ja. Spring da hinten mal ins Loch, da ist einer abgehauen, der sagt bestimmt irgendwem Bescheid. Hinterher! Und würde dann Fireball casten auf die drei. Ein Fireball? Ja. Auf. Ja, in die Mitte von den dreien, die da stehen. Ich krieg ja wahrscheinlich nicht mehr, oder? Oder doch? Krieg ich noch mehr? Nee, ihn kriegst du nicht mehr. Ja. Habe ich mir geerdacht. Das heißt, die machen alle einen Deck-Save. Ja. Zuerst er da links. 8d6. Habe ich 8d6? Nein. Ich habe heute meinen dicken Beutel nicht schon mal. 1, 2, 3, warte. Oh ja, du hast. Okay, du hast. Dann mache ich mit deinen. Danke. Okay. Go for whatever you want. Er macht einen Deck-Save. Nein. Sie macht einen Deck-Save. Au! Sie hat genau eine 17. Ja, dann zählt die. Und er. Was? Nichts? Eins? Er schafft's auch. What? Nein. Die beiden schaffen's, er verkackt. Doof. 32 Feuerschaden für den, der es nicht schafft. Und die restlichen kriegen dann 16. Ja. Danke, genau. Mal gerne. Der ist halt jetzt schon am Glühen und dann kriegt er noch einen vollen Feuerball ab. Ja. Und dann wiederhole ich meinen auch nicht mehr so. Da ist einfach ein Häufchen Asch. Oh, wie ist denn das mit Slow eigentlich? Wie? Dexterity Saving Throws kriegen die minus 2. Habe ich mitgekriegt. Sehr gut. Okay. Aber er hatte eine Natural 20 und sie kriegt ja den Malus nicht mehr. Nee. Er hatte eine Natural 20 und es bringt ihm insgesamt dann auf eine 18, glaube ich. Mhm. Genau, auf eine 18. Oder auf eine 19 sogar. Mhm. Moment, hat er Minus? Nee. Wenn du eine Natural 20 würfelst, der kriegt dann eine 19 insgesamt? Ja, weil er ja minus 2 kriegt durch seinen... Ach so, sorry. Mhm. Durch den minus 2? Ja. Durch Slow? Yes. Jetzt habe ich schon wieder vergessen. Was? Warum? Hey, denk da drin, ne? Was? Okay. Das ist das, was passiert. Ja. Das war Renns Zug. Ja. Richtig? Mhm. Okay. Dann ist als nächstes er mit der Armbrust dran. Mhm. Der Armbrust-Dude. Der gerade echt on fire ist. Heavy, heavy gestruggelt. Der ist hart am Struggeln. Ja. Würde trotzdem versuchen, irgendwie noch was zu reißen und mit einer Verbissenheit und einer, man sagt im Englischen Dedication, wie sagt man dafür so? Ja. Hingabe? Hingabe, mit einer Hingabe, die euch überrascht, steigt er hier oben rauf und schießt einen Bolzen auf Sinister ab. Natural 20. Oh nein. Leider. Doppelter Schaden. Ja, so viel zum Thema Dedication. Mhm. Wie weit ist er weg? Bosse? Von dir? Zehn. Ah, warte mal. 40. 40 sind es ungefähr hier. Weiter als 60 Fuß. Mhm. Sorry. You know me! Ja. 17 Piercing Damage kriegst du, Sinister, als dich ein Bolzen aus dieser Armbrust trifft. Shit. Das war ein cooles Bolzeneinschlag. Ja. Das war ein richtig cooles Bolzeneinschlaggeräusch. Das tat richtig weh. Ja. Ah, sorry, ich habe mich vertan. Er ist gar nicht dran. Sondern? Er war doch vor Sinister dran. Und hat dabei auf Ren geschossen. Er ist gar nicht dran. Ich habe das verwechselt, weil Ren in der Initiative hier noch anders eingetragen ist. Aber du bist ja nach Umi dran. Also hat er es nicht stattgefunden. Also es hat nicht stattgefunden, entschuldige. Es war super episch und cool, aber es hat leider nicht... Er muss auch wieder zurück. Oh, ja, das tut uns aber leid.
Schon ein bisschen. Sinister hat einfach kurz so einen Sonnenstrahl falsch unter die Sonnenbrille gekriegt und kurz Angst gehabt, dass das passiert. Das passt auch nicht. Oder Ren hat es in seiner Vision gesehen, was gleich passiert. Ja, wir schon so, wisst ihr, was richtig scheiße wäre, Sinister, wenn das jetzt passiert? Gott sei Dank ist das nicht passiert. Er hier benutzt seine Aktion zum Dashen. Macht. Und dann 10 Fuß. 15. Ja, 15, ne? 20. Okay. Metal Beard kommt der so weit noch mit. Der dasht ja. Krass. Das heißt, er kann sich 30 Fuß weit bewegen. Schön. Ach ja. Mumi, reib mal wieder ein bisschen weg. I will. Wir kiten den so ein bisschen. Das war er. Ja. Dann ist. Das ist der hier dran. Der ist auch geslowt. Achso, er macht einen Save gegen Slow. Nein. Nö. Obwohl, warte mal. Nö. Nö. Naja, der hat. Ich glaube nicht, dass er plus 4 hat. Nein, hat er nicht. Sehr gut. Schade. Dann ist er hier unten dran. Ich habe ja noch eine Natural 20 zu vergeben. Ne? Muss ich auch noch mal dran denken. Was ist das andere? 15. Also 2 gute Würfe. Ja. Ich weiß halt nicht, was da noch rauskommt. Ja, oder was da drin ist. Ja, ja. So. Ist halt so. Ja, müssen wir sparen ein bisschen. Er stellt sich hier hin. Achso, warte mal, er war hier. Ja, er dasht und stellt sich hier hin. Sie dran. Kann sie irgendwas Cooles? Ich auf die Distanz. Ja, sie kann als Bonus-Action dashen. Wie geil. Oh. Das heißt, sie dasht mal schnell zu Sinister. Ja, oh. So weit kommt sie. Ach so, weil sie gerade nicht geslaut ist. Ja. Nee, sie ist nicht geslaut. Und dann kriegt Sinister mal 2 Angriffe mit dem Speer, beziehungsweise mit der. Na, sie bleibt mal hier und gibt Sinister mal 2 Angriffe mit der Glaive, die sie trägt. Okay. Das erste ist eine 21 zum Treffen. Trifft leider. Dann ist das 1d10. Ah, shit. Fünf Piercing Damage. Und das zweite ist eine 19 zum Treffen. Trifft leider auch. Dann sind das nochmal 9. Sorry, 8. Nee, 7. 9. 6. 5, 4, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 1, zum ersten, zum zweiten. Es sind 8 Damage. 8 Damage. 3 Damage zum ersten, 3 Damage zum zweiten. Ach, die ist jetzt gar nicht in meiner Mini-Reichweite, ich nur in ihrer, oder? Ja. Ich habe meine Versteigerung moderiert, das war sehr falsch. So ist das. Muss man das so machen, wirklich? Ja, ne? Naja, also. Ich glaube, da gibt es so eigentlich so einen bestimmten Ton, den du drauf haben musst, also eine bestimmte Weise, genau, in der man das macht. Dann ist Corrigan drauf. Corrigan benutzt ihre Aktion. Dann ist egal. Weiß ich nicht, ob ich das darf, also da um die Ecke gehen und auf den schießen. Bin ich da noch versteckt? Also dann bist du nicht mehr, dann hast du dein Versteck verlassen. Okay, also ich kann nicht überraschend, weil ich bin ja gerade versteckt, da zur Seite gehen und dann auf ihn schießen. Also, das heißt, er sieht er ist halt wirklich in deinem toten Winkel gerade. Wenn er hier stehen würde, dann würde ich es dir erlauben, aber er ist halt wirklich gerade direkt hinter der Wand. Das heißt, du müsstest wirklich dein Versteck verlassen. Okay, aber was heißt mein Versteck verlassen? Also das heißt, sobald ich nicht mehr in meinem Versteck bin, sieht er mich und dann ist es nicht mehr versteckt. In dem Fall ist es so, ja. Okay, dann schieße ich auf den anderen. Alles klar. Dann gib mir mal einen Angriff mit Advantage. 28. Das trifft. Nice. Okay.
fast mit normalen Angriffen so viel wie ich mit meinem Feuerball fast. Schön. Es sind ja nicht normale Angriffe, sondern immer die Sneak-Attack-Sachen. Das heißt, die muss ich auch mal vorbereiten. Mal gucken. Das heißt, du siehst diese Gestalt in Zeitlupe an dir vorbeirennen, die schwere zweihändige Axt schon bereit machen für den nächsten Schlag gegen Umi und Ren. Du legst auf ihn an, lässt den Pfeil von der Sehne und der kippt tot in den Sand. Schön. Ja, Gott sei Dank. Mitra sei Dank. Corrigan sei Dank. Corrigan sei Dank. Was möchtest du noch machen? Ich benutze meinen Bonus-Action, um zu dashen und benutze dann Movement und Bonus-Action, um hier irgendwie rumzugehen, ohne in seine Nahkampfreichweite zu gehen, wenn das geht. Und ich möchte irgendwie da landen. Oh, ist das, is that possible? 5, 10, 15, 20, 25. Jump, motherfucker, jump. 30. Ja. Mit deinem Dash und sowas ist das. Kann ich noch einen weiter? Ja. Bist du in das Loch fallen? Nee, einen weiter nach rechts. Und ich möchte gerne dann, also ich. Hier? Ja, und ich guck da mal runter, bevor ich da reinspringe. Keine Ahnung, was ich da jetzt sehe. Du siehst, also da lang. Du siehst quasi eine steile, steinerne Treppe, die nach unten ins Dunkel führt. In welche Richtung denn? Ach so, das heißt, ich bin jetzt quasi. Du bist jetzt auf der anderen falschen Seite. Seite. Genau, also das heißt, er steht am Anfang der Treppe. Der bewacht die Treppe, ja. Wie tief ist das? Also, habe ich jetzt noch Movement übrig? Gerade. Wenn ich jetzt nicht die 5 Fuß. Weil das würde ich ja vorher schon sehen. Willst du reingleiten? Ja, das würde ich halt dann versuchen, wenn das nicht so tief ist an der Stelle. Ist hier losgegangen. Genau. Das heißt, es waren 5. 10, 15, 25, ja. 30 und dann habe ich nochmal 35, ja, also noch 25 Fuß machen. Ja, dann mache ich das, wenn ich das darf. Dann gleitest du nach unten ins Dunkel auf eine Seite. Ja. Bist in einem dunklen Gang, also beziehungsweise die Treppe führt weiter. Die Treppe führt weiter nach unten und du hörst vor dir auf der Treppe Schritte und kannst tatsächlich auch eine Gestalt ausmachen. Okay. Okay. Das war mein Zug. Gut. Also ich habe alles verbraten. Ja. Das sei denn war Corrigan. No. Richtig nice, wenn mich jetzt der Basilisk da unten frisst, aber hey. Der Basilisk. Das ist dann deine Schuld, ja? Ja. Ich habe die Waffe nach unten geschiebt. Auf der Treppe dreht sich die Gestalt um und sieht, dass du hinter ihr bist, rennt auf dich zu und wirft dir 2 Wurfmesser ins entgegen. Besser als wenn sie abhaut. Ne? Ja, klar. Besser als wenn sie Verstärkung holen. Ja, genau. Oder warnt. Also rennt auf Reichweite an dich ran, wirft 2 Wurfmesser entgegen. Ja. Das erste ist eine 15 zum Treffen. Das trifft nicht. Und das zweite ist eine 24 zum Treffen. Ja, das trifft. Aber ich sehe den Attacker. Ja. Dann ist das wohl Uncanny Dodge. Okay. Nice. Dann sind das 3 PC. Ah. Cool. Wendet sich um und sprintet weiter die Treppe runter. Also benutzt deine Bonus-Action zum Dashen und sprintet die Treppe runter. Ich dachte ihre. Ihre, sorry. Ja. Okay. Ihre. Da kann sie runterfallen. Und dann wird sie auch. Okay. Sinister. Oder so. Nee, ist noch jemand dazwischen? Nach ihr. Sie ist eher dran. Kriegt er zu Beginn seines Zuges Schaden oder zu Beginn deines Zuges? Wenn ich ihn ausrufe als Bonus-Action, kriegt er Schaden. Ah, okay. Gut. Das heißt, er macht jetzt einfach das, was er eben gemacht hat. Genau, ich konzentriere mich auch, stimmt. Ja. Ich meine, es ist noch nichts passiert, aber ja. Ja, aber jetzt, glaube ich. Weil er findet das nicht so geil. Er macht jetzt einfach das, was er eben versucht hat, richtig? Ja, genau, aber mit Umi. Oh. Schade. Da ist doch dieser Basilisk im Weg.
Er kann aber hier nicht stehen. Er würde sich natürlich da auf die Treppe stellen, dass er irgendwie gut sieht. Was? Ausnahmsweise. Nee. Fünf. Ein Armbrustbolzen fliegt an dir vorbei in den Sand. Schön. Und ich mach. Yeah. Und er macht einen Save. Nein. Nice. Bleibt gesloot. Dann ist Sinister dran. Die Person vor mir, erkenne ich, dass sie untot ist? Hä? Sind die untot? Mach mal. Willst du deine Aktion benutzen, um rauszufinden? Nee. Explizit nicht. Das wäre wirklich der erste Blick eines. Mach mal. Mach mal einen Investigation-Check mit Disadvantage. Okay, I'll take it. Wenn nicht, dann nicht, aber. Oder einen Perception-Check. Mach mal einen Perception-Check mit Disadvantage. Okay. Das ist immer noch eine 17. Keinerlei Anzeichen von Untot. Interesting. Trägt die Person vor mir Metallrüstung? Nein. Ich bin schon gefragt, genau. Ziemlich, ne? Aber ich bin in Midi-Reichweite, ne? Von ihr schon. Ja. Das heißt, es macht nach wie vor am meisten Sinn. Wenn ich innerhalb der Reichweite mich bewege, kriege ich ja keine Opportunity Attack, oder? Genau. Ja, dann gebe ich hier meinem Sarai, habe ich das Tier genannt, ich habe mich erinnert, die Sporen und reite direkt auf die Person vor mir zu. Und zwar okay. Mit ausgestreckter Hand und probiere eine Melee Spell Attack zu machen. Okay, das kannst du machen. Und das ist eine 21. Inflict Death. Inflict Instakill. Eine 21 trifft nicht. Power Punch in the face. Und dann gibt es. Nice! Heute würfel ich echt gut. 5. 10 Lightning Damage und kann keine Reactions taken. 15 Lightning Damage. Yes. Den, die wir und du machst, mach ich eigentlich scheiße. okay, und keine Reactions taken. Genau, das heißt, ich kann ganz easy mit meinem restlichen Dash-Movement da raus, ohne dass ich einen Attack auf Opportunity kriege. Der schmort. Das stimmt. Und das hätte eben Advantage gehabt, wenn es eine Metallrüstung gewesen wäre, deswegen die Frage, Bildungsauftrag erfüllt. Das heißt, du willst dich noch weiter bewegen? Genau, ich würde einfach mein restliches Dashing Movement da verwenden, um. Ja, ich konnte ja sehen, dass Corrigan sich da irgendwo hin verzogen hat. Mhm. Und ich sehe, dass die eher in diesem Midi unterwegs, oder? Er ist eher Midi unterwegs, aber das ist der Magie gewirkt hat. Okay. Dann würde ich versuchen, auf jeden Fall 60 Fuß Abstand zu den beiden zu halten und grob Richtung Umi und Ren zu reiten. Wie viel Abstand willst du halten? Mindestens 60 Fuß, also quasi in einem Bogen zu Umi und Ren. 60. Das sind 60 Fuß von ihm. Also das wäre ein sehr großer Bogen. Den musst du ja auch nicht halten, wenn du wegläufst, oder? Weil du bist ja nicht in deren Reichweite zum Angriff ausgerichtet. Nee, klar, also da will ich auf jeden Fall hin. Ich will auch quasi an diesem Bogen mich irgendwo dann hin orientieren als Tier. Sorry, warum ist das in der Form? Also du willst einfach nur so enden, dass du 60 Fuß von ihm genau, bist. Genau. Okay. 10, 20. Dann sagen wir mal, du reitest irgendwo hier hin. Fantastisch, dankeschön. Mach nochmal ein Charisma-Save, bitte. Hatte ich im Visier. Rein aus mechanischen Gründen würde das als Charming-Versuch gelten, was bei mir passiert? Nein. Okay. Das ist eine 19. Okay. Wieder an deinem Blickfeld, als du dich so ein bisschen näher daran zubewegst, als du auf sie zureitest. In dem Moment siehst du vor deinem inneren Auge wieder diese Runen aufblitzen und du hast das Gefühl, einer Verbundenheit, eines Verständnisses für das, was da steht. Und dann ist es wieder weg. Das war Sinister. Dann ist Umi dran.
Ich rufe erstmal meinen Bonus Damage Heat Metal auf den Armbrustschützen aus. Ja. Also kannst du das nur machen, wenn du in Reichweite bist, oder geht das immer? Nee, ne? Geht immer. Soweit ich weiß. Also steht nicht, dass ich nochmal in Reichweite kommen muss. Ja, nee, dann alles gut. You can use a bonus action on each of your subsequent turns to cause this damage again. Dann cause this damage again. I'm causing this damage again. I'm not causing any damage. Zwei. Hey guys. Ja. Das hast du davon. Ja. Wie weit sind wir cheating? Wie weit sind wir denn? I wasn't cheating. It's my magical abilities. Hallo. Magical abilities are cheating. Sagt der DM. Sind wir denn 60 Fuß von dem entfernt? Ungefähr wahrscheinlich. Ganz grob. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Nee, gerade raus eigentlich. Omi, beweg dich mal ein paar Schritte. Ich würde jetzt sowieso. Wollen wir Corrigan hinterher sprinten? Nein, die müssen erst weg. Sonst kommen die uns und fallen die unseren Rücken. Was bringt das? Wir können ein Bottleneck aufstellen. Corrigan steht da gerade allein drin. Ich glaube, das ist nicht klug. Außerdem müssen wir da erstmal vorbei. Ja, fairerweise, ich meine, die Dame ist ja noch ein bisschen unterwegs und der Typ ist geslaut. Ich park mal! Und Omi. Omi würde das Ding, sorry, das ist echt hell, halt da hinter die Hauswand quasi. Hier hin. Genau, stellen und dann halt abspringen und auf den Typen zulaufen mit ihrem eigenen Movement und halt angreifen mit ihrem Rapier. Okay. Tipp. Was kannst du machen? Okay, ich benutze nicht. Das heißt, rennen, du bist noch da. Ah ja. Genau. Auf dem Vieh. Okay, dann gib mir mal einen Angriff. Spannend. Ah. Es stellt sich heraus, ich kann ausgesprochen gut würfeln und das ist eine 12. Eine 12 reicht leider nicht, um ihn zu treffen. Komisch. Das heißt, du springst aus dem Sattel. Übrigens ist es der Umi-mäßiges Spruch, glaube ich, den ich gehört habe. Das ist so Fernsehserie, filmmäßig gerade. Springst aus dem Sattel, rennst auf ihn zu und stichst mit deinem Rapier, aber der Schild wird in letzter Sekunde hochgerissen. Aber ich kann nochmal angreifen. Das stimmt. Dann mach nochmal einen Angriff. Und diesmal treffe ich hoffentlich durch eine künstliche 20. Das trifft. Yes! Nice. So. Dann 9 Damage. 9 Damage. Ganz normal Piercing. Jawohl. Dann geht der erste Schlag, wird abgewehrt, aber du gehst sofort in eine Riposte und stichst unter dem Schild hindurch in seinen Oberschenkel. Und ja, du siehst das Blut spritzen. Und er guckt dich böse an. Ist okay, er guckt mich böse in Zeitlupe an. Stay loose. Da kannst du Schild? Es ist eher so ein Sonnenschild. Quasi über seine Augen kannst du deutlich sehen. Dann ist Ren dran. Ja, auf den, der seine Unterhose heiß hat, den würde ich mit To the Dead einmal quasi angehen wollen. Das heißt, der macht einen Wisdom Save. Wisdom Save. Wir kriegen auch gleich noch Sperrbesuch, weil ich glaube, mit 4! Fail. 2d12. Oh, nice. Das sind 20 Necrotic Damage. Von Cantrip. Das ist schon geil. Du hörst die Glocke. Und er hört die Glocke und er kippt und von der Treppe und berührt sich nicht mehr. Ja, krass. Ja. Du bist jetzt ein bisschen alleine auf dem Vieh. Hm, ne? Kann ich das benutzen? Du kannst es versuchen. Oh, ich muss es versuchen, na gut. Du hast so kurze Beine, das ist schwierig. Ich dachte, er kommt klar oder er kommt hinterher. Ja, das finde ich aber so. Ich meine, ist der Eingang groß genug für das Vieh? Ja, schon. Ist da um die Ecke noch wer, den ich vorher gesehen habe, oder sind die schon tot? Also habe ich da, beziehungsweise... Du hast sonst keine Gestalten mehr gesehen. Okay. Einfach reinspringen, wie geil. Ja, ich würde mit dem Vieh da reinspringen. Das wollte ich zuerst auch machen und dann dachte ich mir, ach, das Loch ist bestimmt zu klein, okay. Das wollen wir jetzt nicht. Mach mal ein Animal Handling. Mhm. Geil. Ja,
Es ist eine 1, es ist eine 1, es ist eine 1. Renn. Du gibst ihm, du gibst ihm die sehr kurzen Sporen quasi in die Seite. Du sitzt quasi im Spagat auf dem Rücken so ungefähr und hackst deine Fersen da rein und du bringst die Kreatur auch zum Laufen, auch da zu, über diese, darüber zu steigen. So, und gehst bis hierhin. Mach mal ein Dexterity Save. Ja, okay. Sie schmeißt dich über. Dexterity? Ja. 11. Okay. Als die Kreatur quasi an diesen kleinen Abgrund kommt, wo die Treppe ist, bleibt sie ruckartig stehen und du wirst da vorne geschleudert, kannst dich aber gerade noch so aufmachen. Nein, nein, böses Knosprech. genau, und dann würde ich mit der Bonus-Action den Typen, der vor Omi steht, 5 Fuß zurückschieben wollen. In das Loch? Ja, das ist ja nur abgeschrägt. Aber wenn die, aber wenn er die Treppe runterfallen kann? Okay. Ich versuche ihn umzustoßen. In die Treppe runter! Er macht einen Strength-Save. Ja, gegen 17. Ja. Ich meine, ist ein Battle-Match, aber... Das wird nicht reichen. Strength. Nein, das ist nur eine 11. Ja, dann hoffe ich, dass er stolpert. Okay, dann macht er noch einen Deck-Save. Ja, er stolpert nach der Treppe runter. Ja, schön! Und, Vorsicht, Corrigan, du kriegst Besuch! Die Treppe ist halt echt steil. Geil. Ja, er legt sich richtig hart auf die Fresse. Geil. Und bekommt nochmal 6 Bandage-Damage. Nice. Und liegt jetzt quasi hier. Was ich nicht will, dass man mir tut, das füge ich allen anderen zu. Ja. Okay, das war Renns Zug. Ja. Dann ist der Typ als nächstes dran. Der würde versuchen, sich wieder aufzurappeln, was ihm sein halbes Movement kostet. Ja! Der steht einfach hier und macht sich fantastisch. Kann sonst nichts machen. Außer, dass er versucht, ein Ray of Frost auf Umi zu casten. Na, das ist nicht nichts. Ja, er versucht, ein Ray of Frost auf Umi zu casten. Okay. So, jetzt muss ich mir das nochmal angucken mit Slow. Achso, mit dem Spell, ne? Genau, weil er jetzt versucht, einen Spell zu machen. Ich muss einen W20 würfeln. 11 oder höher ist es verzögert, was er da macht. If the creature attempts to cast a spell with a casting time of one action, roll a D20. Ja. 11 or higher, the spell doesn't take effect until the creature's next turn. And the creature must use its action on that turn to complete the spell. If it can't, the spell is wasted. Okay. Dann würfel ich mal. Nein, er kann er machen. Klar machen. Das ist eine 6. Und dann. Umi. Trifft dich eine 22. Wow. Dieses Haha. Muss ich drüber nachdenken? Ich weiß nicht. Weiß nicht, tut sie's? Vielleicht. Ja, natürlich! Okay. Du bekommst 4. Cold Damage. Gut, dass ich nicht irgendwas dafür verschwendet habe. Also eine leichte Brise. Ja. Okay. Und ja? Dein Speed ist um 10 Fuß reduziert. Bis okay. zum Beginn seines nächsten Zuges. Okay. Und dann kann er am Ende seines Zuges noch ein Save gegen Slow machen. Mhm. Reden wir nicht drüber. Der beste Spell. Sie dran. Wer ist dran? Sie hier oben. Die ist ja auch noch da. Sie kann ja tollerweise als Bonusaktion dashen. Mhm. Ach, ja. Der Rogue. Da steht jetzt auch ins Loch. Das heißt, die dasht jetzt hier hin. Ach, das. Und piekst Umi ins Gesicht. Okay, piek mir ins Gesicht. Ah. Ich piek sie zurück. Pieksi, pieksi. Stimmt, Heat Metal ist ja jetzt weg. Mhm. Genau, Heat Metal ist weg. Mit der ersten Attacke. Ah, sorry, sie. Soll ich hier in eine Natural 20 gehen? Hm, doch. Sorry, ja, der erste Angriff geht gegen Umi, der zweite geht gegen Ren. Da kannst du mich üben. Ja, ich bin in eine Natural 20. Ja. das ist eine 16 zum Treffen. Hier, wie war das? Ich kann als Reaktion ja, ein bisschen parieren. Parieren, genau, so I do that. Okay, dann trifft dich das nicht.
Ich kann deine Bardic auf meinen AC packen, ne? Auf den AC? Das war das so? Das weiß ich nicht. Auf ja, den Damage? Ja. Echt? Geht, ja. Sweet. Warum kann ich mir selbst nicht Bardic geben? Ich wäre so OP. Du wehrst. Ja, du wehrst den Schlag oder den Stich ab und der zweite Stich geht in Ren. Mhm. Ren trifft dich. Mhm. Nein. Eine 21. Ja, da muss ich auch nicht drauf hoffen, die Bardic da drauf zu packen. Ja, warum nicht? Warum nicht? Ja. Dann sind das einmal für dich. Das ist nicht schlimm, Bosse. Fünf. Fünf Piercing Damage. Fünf Piercing und machen Concentration Check. Ein Concentration Check. Ach, shit. Ja, gut. Aber ist ja auch nur noch einer, ne? Ja. Er ist eine. Oh, ist der Brand? Gehen wir mal hier in die 4. Der ist aber so schwer, der drückt den bestimmt eine Runde. Na, der ist brennend. Weil er zu schwer ist wahrscheinlich. Ja, dann habe ich eine 20 Concentration Save. Ah, okay. Hast du Warcaster eigentlich? Nö. Okay. Leider nicht. Ich dachte, das wäre voll das Feed für Rennen, deswegen. Genau, ich hatte zwischen hier heißt es Resilient und Warcaster entschieden. Ah, okay. Dann. Ich glaube, ich nehme mir das auch nächstes Mal. Waren das ihre Angriffe? Und dann ist als nächstes Corrigan dran. Kann ich sie sehen? Ja. Also, in Anbetracht der Tatsache, dass es mit Corrigan absolut utopisch und dumm wäre, irgendwen zu grappeln, weil es sowieso absolut keine Chance gibt, würde ich Steady Aim machen und auf sie schießen. Mhm. Okay, das kannst du machen. So gut. So lang. Oh, achso, nee, schade. Das sah aus wie eine Natural 20 Mal, aber nicht. Reicht aber auch, nämlich eine 24. Eine 24 trifft auf jeden Fall. Gut, dann packen wir da noch die Bardic Inspiration drauf und dann. Geil. Mach's weg. Neunundzwanzig. Damn. Uncanny Dodge. Ah, na, das geht ja. Scheiß Rogues. You don't say. 29, dann sind's 14. Ich hab's. Du schießt. Ja, okay. Was denn? Ich hätte wahrscheinlich versucht, auf die Beine zu ziehen, aber das habe ich vergessen zu sagen. Alles gut. Okay. Doch, es ist die Dodge, der trotzdem. Hm? Nee, wegen Bewegung angesagter Schuss. So, achso. Ja, jetzt ist. Ja, ist mir schon klar. Alles gut. Ja, du schießt und so ein Streifschuss geht an einem der Oberarme vorbei, trifft ordentlich und du siehst auch Blutspritzen, aber reicht nicht, um sie aufzuhalten. Schade. Dann ist sie dran. Grapple bringt halt mit Corrigan einfach gar nichts. Ja, klar. Kein Stress. Zu schwach. Kein Stress. Ja, zu schwach. Minus 1 auf Strength und das ist bei ihren Dexterity. Also ja, minus 2, ne? Naja, sie ist ein Rogue. Hm. Und ich habe minus auf Strength. Ich muss es gar nicht finden. Nee. Aber vielleicht ist sie auch schwach. Okay. Sie wendet sich um. Sie kann ja mit Dexterity. Ja. Sie wendet sich um und sprintet die Treppe wieder hoch auf dich zu. Aha. Sprinten, also. Ja, sie dasht mit ihrer Bonusaktion. Und dann gibt sie dir 3 Angriffe mit ihrem Kurzschwert. Das heißt, sie kommt in. Mit, ja. Das heißt, sie hat, war wie weit entfernt? 60 Fuß. Okay, ich dachte mehr, deswegen. Ich hatte das irgendwie im Kopf, dass es mehr gewesen wäre. Es ist nicht so viel mehr, weil sie ist ja in dem letzten Zug ist sie ja zu dir gelaufen, auf Reichweite für ein Wurfmesser und dann wieder weggelaufen. Okay. Das heißt, sie war so 50, 60 Fuß von dir weg. Ja, ja. Da war Slow ja gar nicht schlecht bei dir eigentlich. Ja, erster Angriff. Ist eine künstliche 20. Shield. Okay. Zweiter Angriff. Nee, verfehlte. Und der dritte Angriff. Verfehlte ich auch. Haben die beiden anderen jetzt verfehlt? Wegen Shield, oder? Nee, die waren scheiße gewürfelt. Aber trotzdem. Aber trotzdem. Ja. ja, das war sie. Dann ist als nächstes Sinister dran.
Kommst du noch dazu? Hallo! Yeah! Kämpft ihr noch? Kämpft ihr noch? Immer mit Sinn ist das jetzt tatsächlich ja. Irgendwo anders. Stimmt. Hinter der Tür. Ja. Ich würde, ich glaube, da komme ich ja hin mit dem Movement, mich quasi auf die andere Seite von Umi bei dem anderen Obelisken platzieren. Das sind 30, 60, hierhin so? Genau. Ja, das schaffst du. Ich dachte, du sprintest da jetzt rein, das wäre voll episch. Den umreiten so? Ja. Ja, Sinister traut diesen Obelisken nicht, also... deswegen stellt er sich direkt an die... Ja, nee, er würde also garantiert nicht zwischen den beiden durchgehen, das, okay. Das ist der Punkt. Ja, ja, das ist... Fair point. Ja. So, that's the thought. Hat auch keiner von uns gemacht bisher, ne? Ja. Zwischen denen durchgehen. Nein. Insgesamt, glaube ich, noch nie. Oh Gott, now I wanna try that so bad. Oh no, what happens? Doch, ich glaube, die eine hat das. Und dann probiere ich... Ja, einen Fireboat nochmal auf die Spear Lady. Jawohl, mach das. Nö. Einfach nö? Also ist eine Natural One. Oh, ja. Dann nein, ja. Natural One verfehlt leider immer. Ja, I know. So, also, ein Feuer. Ein Fuß. Irgendwie ist deine Hand feucht, du kannst es dir nicht so richtig erklären. In der ganze Schweiß. Es liegt eindeutig daran, dass Dominik Wasser verschüttet hat. Das ist, guck mal, ist schon alles getrocknet. Hier ist zu warm hier drin. Okay. Willst du noch was anderes machen? Wenn ich als Free Action oder Bonus Action darf, würde Sinister nur zur Sicherheit die Kapuze über den Augenwinkel, wo der Obelisk sichtbar ist, okay. Ziehen. Kannst du machen. Mach trotzdem Charisma Safe mit Disadvantage. Mit Disadvantage? Ja, guck mal, wie nah der dran ist. Ja, klar, aber trotzdem. Interesting. Wir sind einfach alle zu blöd, um den Obelisken zu bemerken, deswegen hat er keinen Einfluss auf uns. Genau, ich bin zu blöd. Du hast nicht genug Weisheit, um den Obelisken zu bemerken. Bist du jetzt glücklich? Ja. Backstory-Shit ist noch. Obelisk auf Backstory-Shit. Ach, der genau. Ah. It's a very common item. Hat er so in seiner Krippe auch so gehabt, so einen Obelisken so klein. Ja, so groß geworden. Ja, oh, mein Bruder. Basilisk. Dietmar. Dietmar, der Basilisk. Diesmal deutlicher, als du dich so dicht daran bewegst, siehst du diese Symbole aufleuchten. Für einen Moment, dass du anfangen kannst, sie zu lesen. Dass du anfangen musst, sie zu lesen. Und du liest... Eine Sprache, die du vorher noch nie gesehen hast, die du vorher auch noch nie gelesen hast, von der du nicht mal wusstest, dass es sie gibt. Du liest nur Worte, die dir irgendwie innerlich vertraut sind. Diese Sprache scheint in gewisser Weise mit dir verbunden zu sein oder immer schon in dir geschlummert zu haben, dass du sie verstehen musst, dass sie wie ein Teil von dir ist. Du liest diese Worte und es blitzen nur Bruchstücke vor deinem inneren Auge in diesen paar Sekunden auf, aber jetzt schaust du weit genug hin, um wirklich wahrzunehmen, dass da Worte stehen und dass du sie auch verstehen kannst. Da siehst du die Worte zum Schutz des Grabes der Tikari. Und dieses Wort Tikari löst in dir Trauer aus, Sehnsucht, aber auch Unsicherheit. Was ist denn so? Jetzt muss ich husten. Ah, oh Mann, trockene Luft. Sehnsucht, Unsicherheit war nicht zwei Wörter. Sehnsucht, Unsicherheit. Ja, okay. Ich muss nur die Aufnahme mitmanagen. Das ist keine Unaufmerksamkeit, ihr Lieben, wenn ihr denkt, ich bin abgelenkt. Der spielt ja Minecraft nebenbei. Nein, Jack will nur sicher gehen, dass uns nicht gleich der Ton abrauscht. Aber der läuft noch, ne? Ja. Ja, ja. Wir achten gerade drauf und wir gucken, dass wir einen guten Cut finden, dass wir kurz eine Pause machen können, damit wir die Datei neu starten können.
Umi ist als nächstes dran. Wie zugerichtet sind die Dame mit dem Speer vor mir? Die hat ziemlich übel was mitgekriegt. Dann baller ich drauf. Also was ballerst du denn drauf? Zwei Angriffe einfach. Jawoll, los geht's. Okay, ich wirf dir einfach gleichzeitig. Gut, hat Rie auf Stealth gewürfelt. Ja, ist weg. Puff. Invisibility. Das eine, also das Schlechtere ist eine, ich kann rechnen, 15 zum Treffen. Das verfehlt. Das zweite ist eine 18 zum Treffen. Eine 18 zum Treffen? Dann trifft das wohl. Nice so. Dann. Schon wieder. Mache ich 6 Damage. Wow. Okay. Du. Ich bin dabei in diesem Kampf. Sie pariert deinen ersten Schlag. Und dann schaffst du es doch, einen zu platzieren, der einen tiefen Schnitt in ihren Oberarm reißt. Aber. Ja, sie bleibt immer noch. Es ist ein epischer, ausgewogener Kampf, der Spaß macht. Ja, sie ist eine würdige Gegnerin. Tatsächlich. Ich habe noch eine Bonus-Action und ja. Ich halte gerade nichts. Also. Sinister? Bist du dabei? Weil ich sehe, glaube ich, dass er gerade abgelenkt ist. Los, wir schaffen das! Und Bardic. Ja. Bardic Expression. Sinister, Aufmerksamkeit! Hier spielt die Musik! Er sagt, ja. So ein Stück Kreide wird geworfen. Er sagt, Sinister, alles gut, wir kriegen das hin! Ich denke, er ist aus ganz falschen Gründen abgelenkt. Bardic Inspiration für Sinister. Danke. Dann ist er hier dran. Was? Vor mir? Hier unten? Unglaublich. Ah, nein, stimmt, du bist dran. Ja. Sorry, du bist zuerst dran. Wer sieht denn von den beiden Verletzter aus? Sie. Dann kriegt sie jetzt Toll the Data. Okay. Wisdom Save, bitte. Ein Wisdom Save. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht, aber nicht gut genug. Nein. Nicht gut genug. Dann bekommt er 18, sie bekommt 18 Necrotic Damage. Okay. Ihr hört die Glocke des Todes. Und auch sie. Ihr könnt es nicht wirklich sehen, weil sie diese Schutzbrille trägt. Aber ihr könnt euch nur vorstellen, dass ihre Augen nach hinten in die Höhlen rollen und sie tot zu Boden. Habe ich doch besser getroffen als gedacht? Ja, genau. Rechnest du eigentlich deinen Bonus drauf, den du auf deinem Papier hast? Ja, ich habe nur eins gewürfelt. Okay. Ich rechne die Boni schon drauf. Okay, ich will nur sicher gehen. Ich will nur sicher gehen, weil du echt lange die Boni nicht drauf gerechnet hast. Ich weiß. Das war ein Problem. Mittlerweile rechne ich sie drauf, nur jetzt kann ich nicht würfeln. Okay. Bonus-Action. Mhm. Dasselbe Spiel nochmal mit dem Typen da unten. Der musst du ihn dafür sehen können? Sonst würde ich da hingehen und ihn sehen. Die zwei Schritte. Okay. Die zwei Schritte. Willst du das Viech bewegen oder willst du absteigen? Ach so, das ist doch ein Viech. Ich gebe dir noch meinen Animal Handling Check, weil ich das witzig finde. das ist 16 gewürfelt für eine 18. Okay. Los jetzt aber! Knusprig! Treibst du das hier rum? Das ist übrigens gar nicht knusprig. Ach so, ist das. Die heißen alle knusprig. Ja. Knusprig. Die sind alle knusprig, wenn sie einmal in einem Feuerball standen. Nein, das heißt anders. Serai? Serai war das, genannt. Ne? Für mich ist das knusprig. Das ist ein Special Snowflake. Für dich, ja. Das ist mein Special Snowflake. Du treibst es so ein bisschen die Ruine runter und siehst dann diesen Typen da stehen. Hallo. Und der macht einen Strength Save. Ja. Natural One. Da macht er einen Dex Save. Ja. Auf Wiedersehen. Au, der ist besser. Ja. Das ist ein 17. Das heißt, er wird zwar runtergeschoben, aber ist schon so ein bisschen drauf vorbereitet. Und tritt nur vorsichtig einen Schritt zurück und setzt seine Füße so. Dass kann ich das restliche Movement benutzen, um den einfach überzureiten? Ja, kannst du machen. Würde ich machen. Okay. Mach mal. Mach mal einen Angriff. Also würfel mal einfach mit 20. Natural one. Okay. Schade. Du fällst runter. Du reitest auf diese echt steile Treppe über ihn und diese breiten Füße von dem Vogel finden nicht wirklich Platz. Mach mal ein Dexterity Save. Fair. Natural one. Oh, Scheiße. Dein Vogel fällt, stolpert unter dir, überschlägt sich und du wirst aus dem Sattel geschleudert. Aber stürzen wir auf ihn? Und er hält sein Schwert hoch. Du kriegst 8 Bludgeoning Damage. Au! Mann, Concentration Check. Achso. Natural One, hä?
Was ist das für Würfel? Der hat, ich glaube, der hat nur, ist nur geslidet, aber... Okay, dann endet slow. Ja. Und ihr fallt aber tatsächlich, also in einem Knäuel gemeinsam zu dritt, rollt ihr noch ein gutes Stück diese Treppe runter. Oh Gott. Und endet quasi halb über, unter, ineinander verkeilt, ungefähr 15 Fuß hinter Corrigan. When you want too much. Okay, was geht ab? Ja, du hörst viel Gepolter hinter dir auf der Treppe. Rennen, das war dein Zug. Ja. Dann ist der Typ dran. Der benutzt sein halbes Movement zum Aufstehen. Vergeben und vergessen. Und würde dann seine Aktion benutzen, um drei Attacken gegen dich auszuführen. Mit Advantage, weil du am Boden bist. Na, shit. Ich sag aber mal Shield, ne? Sag das mal. Das erste. Oh, die liebe Hand. Das erste ist eine 19 zum Treffen. Ist mit Shield nicht 19 deine Armor Class? Hattest du das nicht eben gesagt? Suchst du gerade nach Möglichkeiten, deine Armor Class noch weiter zu erhöhen? Ah ja, mit der Barik. Mach ich. Gilt das für eine Attacke oder gilt das für... I don't know. Wir haben es noch nie für die AC gemacht, ich muss kurz nachsehen. Stimmt. Plus 3, sehr gut. Ist es bei ihr nicht ein W8? Ach ja. Ja. Wenn du jetzt weniger als 3 rechnen willst, sei bloß ruhig. Dann komm, mein Inspiration. Lache ich dich ja sowas von auf. 7. Oh nee, es ist ein, oh, ich dachte, das wäre eine 1. Du lachst aber viel, viel, oh. Nur falsch war das. When an attack roll is made against a creature, it can use its reaction to roll the Bardic Inspiration die and add the number rolled to its AC against that attack. Warte, ist aber Shield nicht auch eine Reaction? Ja, Shield wäre auch eine Reaction, das heißt, du kannst das nicht. Aber hattest du beides gleich Shield machen. Vorher nicht schon gemacht? Nee, ich hab... Naja, Shield macht man, wenn man weiß. Ich meine, jetzt kann ich mich potenziell dann ja entscheiden. Aber das gilt dann nur für die? That attack, I don't know. Ja, dann geht's nur für die Attacke. Dann macht Shield mehr Sinn, auch wenn das hier zwei mehr sind, potenziell. Gut, aber dann habe ich die noch. Dann hast du die Bade gekriegt. Okay, ja. Dann ist das dann erste, dann kriegst du als erstes einmal 6 Slashing Damage. Ja. Mit der zweiten Attacke. Das ist eine künstliche 20. Knapp. Das Blöde ist ja, ich kann jetzt auch kein Silver Barbs oder sowas machen, weil das ja meine Reaction ist. Ja. Ja, okay, dann trifft mich das. Hoppla. Dann ist das, sind das nochmal 4. Und die dritte Attacke ist eine 24. Jupp, alle 3. Ja, der Würfel hat mit Advantage. Ja. Sind nochmal 4. Okay. Das wirst du büßen! Das ist, ja, das sind seine Aktionen. Das macht er. Steht auf der Treppe über Ren und sticht auf dich ein. Mhm. Als nächstes ist Corrigan dran. Corrigan lässt ihren Bogen fallen und zieht ihr Kurzschwert. Okay. Und benutzt dann auch Steady Aim, um sich Advantage zu geben. Geht das nicht? Also ich habe Steady Aim nicht auf Papier, aber ich glaube, das geht einfach. Warte mal kurz. Ja, wenn du deine, dein Movement aufgibst. Ja, genau. Ja. Müsste ja Nahkampf. Nicht nur für Dings sein. I don't know, to be honest. Steady Aim. Du hast das, glaube ich, schneller. Ich hab's hier. Ich glaube, es ist einfach nur, dass ich stehen bleibe. Jo. Das ja, funktioniert. Das cool. Mache ich nämlich. Und dann. Das ist besser. Dann habe ich eine 21 zum Treffen. Eine 21 trifft. Und da ist ja jetzt auch Skadett drauf.
Richtig? Genau, das ist negativ. Toll, das ist aber jetzt. Das war knapp. Piercing. 23 Piercing. Dann kann ich Deutsch. Also nur 11. Das ist hier der Rogue Battle. Ich sehe ja, schon. So ist das. Du stichst mit deinem Kurzschwert zu und merkst aber, dass im letzten Moment sie vor dir einen Schritt zurück macht und du nur mit der äußersten Spitze sie erwischst und damit nicht so viel, dein Schwert nicht so tief eindringt, wie du es gehofft hattest. Trotzdem. Dann ist sie auch dran und würde das mal direkt zurückgeben. Mhm. Aber sie hat 3 Attacken und ich... Warum hat sie 3 Attacken? Weil sie keine Sneak-Attacke hat. Sie ist kein Rogue. Sie ist kein Rogue. Also, sie wäre wahrscheinlich ein Rogue in der Klasse, aber sie ist kein Rogue. Ah, okay. Sie hat nur Rogue-Features. Okay. Aber ich dachte, jetzt kommt Monk. Aber Uncanny Dodge ist ja explizit Rogue. Sie gar nicht. Monster haben wir immer. Das erste ist eine. Oder NPCs. 22 zum Treffen. 22? Ja. Ja, da hilft Shield auch nicht. Okay, dann sind das einmal für dich 8 Piercing Damage. Uncanny Dodge. Okay. Rogue Battle. Ja. Was meinst du? 8. 8, also 4 für dich. Der zweite Angriff ist eine 17 zum Treffen. Ich habe 17 gerade, also. Okay. Dann sind das nochmal 6. Und der dritte Angriff. Der verfehlt dich. Das disengaged sie als Bonus-Action und rennt 30 Fuß. Jetzt kannst du wieder hinterher schießen. Ja. Das war besser wahrscheinlich. Ja, ist es. Wegen Sneaky Dirk. Und dann Sinister. Sehe ich gerade noch irgendwelche Gegner vor sehe ich gerade irgendwelche Gegner. Müsstest du näher ransteppen, glaube ich. Nee, aus dem Winkel, wo du bist, siehst du nur hier noch die Hexe, die anfängt irgendwie random, die ganze Zeit schon während des Kampfes eigentlich, random irgendwelche Zauber, die halt so 10 Fuß weit weg von ihr im Nichts verpuffen, in die Luft geschleudert hat und dann um sich herum so eine Luftblase gemacht hat, die so schimmert und lauter so weirde Effekte, die auch von niemandem beachtet werden. Haben wir eigentlich so eine Kreatur schon mal gesehen? Nein. Okay, also auch keine Idee. Nee, ehrlicherweise habt ihr sowas noch nie gesehen. Ehrlicherweise bist du auch gerade abgelenkt. Ja, aber ich guck mir ja an, was ich da gemacht habe. So beim Vogelvieh ins Loch stürzen, so, ja, was zum Fick steht da eigentlich? Oder so, what? Ja. Dann würde ich einfach versuchen zu folgen. Auf dem Viech? Wenn ich eine Möglichkeit sehe, mit dem Vieh da runterzukommen, dann halt try. Also Ren ist gerade runtergefallen. Mit dem Viech. Und das hast du wahrscheinlich sogar gesehen, oder? Das hat das ja, dann to be fair würde ich selbst bei Foot gehen. Okay. Dann lässt du das Viech da stehen. Gehst 5. Anbinden? Was ist das? Haben wir alle nicht gemacht. Gehst einfach hier runter. So, und siehst jetzt direkt vor dir, also, oder ja, ein paar Schritt vor dir siehst du dieses Knäuel und von Ren und dem Vogel. Und da drüber stehend diese Gestalt mit dem Schwert im Anschlag. Wie ich meine Hände schützend vor mich halte. Habe ich noch irgendwie eine Action frei jetzt? Naja, du bist nur abgestiegen und das war nur Movement. War nur Movement. Okay, ja, dann würde ich noch ein Firebolt auf den Messer halten. Das kannst du machen. Drepseln. Das ist eine 16. Eine 16. Verfehlt leider. Schade.
als dein Firebolt für einen kurzen Moment die Wände auf dieser Treppe erhält und hinter dir auch, Corrigan, du diesen Feuerschein und diese Wärme auf einmal wahrnimmst. Ich denke mir nur, was zum Teufel geht da hinter mir. Das ist ja noch gar nicht umgedreht. Und dann kannst du nochmal ein Charisma Safe machen mit Disadvantage. Ich hab das Gefühl, wir sind gleich in unserem Kleriker los. Um das Schild wieder zu greifen, ne? Das hätte eine Action gebraucht, ja, den anzulegen, ja. Acht. Okay. Klebt sich an den Obelisken. Fängt an, ihn abzulecken. Ja, viel schlimmer, er verrät gleich unsere Position und wer, oder fängt an, irgendwelche Toten aufzuerwecken. Ach, vielleicht das liest er auch nur, was wir stehen. Oder spießt sich selber auf. Wir rechnen erst mit dem Schlimmsten. Ach so. Das heißt, wir rechnen jetzt damit, dass Sinister gleich wild anfängt zu schreien, den Tunnel runterläuft und anfängt, Leute aufzuerstehen zu lassen. Du siehst aus den Wänden um dich herum, in diesem dunklen Tunnel, siehst du Namen aufblitzen. Worte, die dir nichts sagen, die für dich völlig neu sind. Aber du siehst Namen. Amiria, Anna, Anahera, Anahira, Aneva, Aotaea, Apera. Ist das die Größe des Grabes? Wahrscheinlich. Die ganze Wand herunter, überall um dich herum, an der Decke, auf den Stufen selber, überall scheinen Namen eingraviert zu sein. Einzelne Worte, die, so wie du es wahrnehmen kannst für den Moment, irgendeine Form von Ordnung haben, wie du absteigst und die auf dich einwirken, die wie von allen Seiten einmal aufblitzen in dein Gemüt und in deinen Kopf. Das war's, das ist du. Dann. Es ist nicht Umi dran. Shit! Renn, alles okay? Das ging mir schon mal besser. Bonus Action Healing Word. Danke. Ist das ein Level 2 Wert? ja! Level 2. Wenn du Level 3 hast, auch gut. Von mir aus. Level 3. Denk dran, dass Healing Word sehr schlecht scaled. Ja, eben. Ne? Ja, kannst du auch Level 2 machen, mir egal. Honestly, du kriegst Level 1. Ach so. Weil ich gesagt habe, du darfst ein Level runterkriegen. Nee, weil es nicht gut genug scaled und dann hebe ich mir lieber die Suggestions auf für gleich. Ist fair. Und damit habe ich leider aber auch echt beschissen gewürfelt. Und dann kriegst du 6. Ah, danke. Das war Level 3! Ich arbeite dran, aber Umi kommt auch tatsächlich relativ direkt hinterhergelaufen. Ja. Treppe runter. Treppe runter. Und komme ich bis zu dem Typen, der da halt gerade überrennt? Ja, wenn du direkt runter gehst, kommst du da ran. Ja, ich bin straight runter. Das war halt ein. Ich rufe Renn mal schnell nebenher zu, aber. Ja. Weil dann würde ich den halt auch zweimal angreifen von hinten. Okay, du springst über diesen Vogel rüber, der gerade dabei ist, sich so ein bisschen aufzurappeln, dir Renn dabei nochmal so in die Rippen tritt. und dann aufsteht und dir so ein bisschen entgegenkommt, raus will aus diesem Dunkel und von der Treppe weg. Und dann stehst du deinem Feind gegenüber. Und der kriegt dann direkt von hinten einmal Batsch, Batsch. Okay. Batsch, 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 Batsch. Das erste trifft nicht. Das zweite schon. Das zweite, also hoffentlich, 24. 24 trifft. Ja, gut. 10. Damage. 10 Damage. Yes. Als du mit deinem Rapier zuerst einmal mit einer Finte nach oben stichst und dann genau da, wo die Deckung jetzt dadurch geöffnet wurde, in den Brustkorb und ihm einen ordentlichen Stich verpasst. Auf dieser Treppe. Dann ist Corrigan dran. Nee, ich nicht. Sorry, das ist Tore Dead. Aber ich bin gerne nochmal dran. Aber ich stehe auf. Ich stehe auf und dann Toll the Dead. Steht auf und macht Toll the Dead. Mhm. Er macht einen Wisdom Thief. Mhm. Nö. Okay, mal gucken. Das ist, glaube ich, eine Kippe. Komm, ist ein Cantrip, Sopi. Dann würfel ich den nochmal.
Auch nicht besser, schlechter. Nee, OP ist ja nicht. 3. Dann hast du bisher auch immer nur echt gut gewürfelt. Ja. Ja, es sind halt D12. Da ist auch eine 1 drauf und eine 2. Ach so. Ja. Okay. Ja. Man hört dieses Glöckchen. Und dann siehst du, wie er sich kurz schüttelt und dann aber. Bonus-Action umschmeißen wieder versuchen. Treppe wieder runterschmeißen? Ja. Okay. Hey, stehen wir noch auf der Treppe? Ja, klar. Die ist ja stark. Natural One. Nice. Dann Dex-Save. Mach den Dex-Save. Ah, der Dex-Save ist besser. Nein, wieso? Der Dex-Save hat. Ist der Save dann auch 17 für den Dex-Save? Nee, das ist. Ja, das hab ist ich mir gedacht. Ja, er ist geschafft. Aber 5 Fuß weg vom Erste. Genau, er bewegt sich 5 Fuß die Treppe runter. Ah, weg mit dir! Dann würde ich mein restliches halbes Movement, also die 10 Fuß, nach hinten gehen. Nach oben wieder. Ja, dann kommst du hinter. Ja. Dann kommst du ungefähr auf Höhe von Sinister. Ja. Hi! Hinter Umi. Alles gut! Sinister! Hä? Was ist los? Jetzt nicht schlapp machen! Ja, ja. Okay. No Mission Spirit. Ja. Wir sind so gute Freunde, oder? Ja. Sinister, komm! Quatsch, quatsch! Dann ist er da oben dran und gibt natürlich Umi einmal ein Watsch-Watsch. Ich ist dachte okay. Fersengeld. Oh. Nein. Er gibt Umi ein Watsch-Watsch. Watsch-Watsch! Das ist eine ganz viel zum Treffen. Eine 22 zum Treffen. Oh, ich bin nicht immun gegen Watsch-Watsch, turns out. Surprise. Einmal 5 Piercing Damage für dich. Slashing Damage, sorry. Slashing Damage. Slashing Damage für dich. Der zweite Angriff ist nur eine 9. Und der dritte Angriff ist eine künstliche 20. Dann sind es nochmal 6 Slashing Damage für dich. 6 Slashing Damage. Alles klar. Und das war sein Zug. Er steht auf der Treppe und ja, hat die Waffen und den Schild bereit gegen dich und versucht, keinen von euch noch zusätzlich an ihm vorbeizulassen. Dann ist Corrigan dran. Sie dreht sich um und schießt ihn in den Rücken. Nee, denn die ist wichtiger. Ja, ja, ich weiß, aber es ist voll witzig. Ich lasse das Kurzschwert fallen und hebe den Bogen auf, benutze meine Bonus-Action für Steady Aim und schieße nochmal. Jawohl. Dürfte ich auf das Bein schießen? Also, ja, kannst du machen. Würde ich sagen, dass der wieder Deckung hat. Also das heißt, der Schuss ist erschwert. Das heißt, seine Armor-Klasse erhöht sich. Okay, ihre. Ihre. Sorry, es ist, die Stats sind männlich. Okay. Die Stats. Die Stats, die Zahlen sind männlich. Wirklich. Soweit ist es schon gekommen, wir gendern Stats. Das Bild, was bei dem... 20? Ja! Oh! Nice. Natural? Ja, natürlich. Nice. Dann gib mir mal deine Doppel-Schnee-Attack-Schaden. Todesstoß. Wollt ihr wissen, wie es aussieht, wenn man jemanden die Kniescheibe rausschießt? Genauso. Wie viel doppelt Würfel? Das sind also 8 W6 und 2 W8. Ja, cool. Hast du noch eine Badegespräche zugelegt? Die Badix hat sie alle vorher verschenkt. Nee, ja, aber die waren sinnvoll angelegt. Ja, also, ich beklage hier noch nicht. Ja, das sind schon. Weil du verschwendet gesagt. Ich habe verschenkt. Achso, ich habe auch verschwendet. Verstanden. Wir nehmen mal das Schlimmste an, haben wir doch eben festgelegt. 30. Uff, Fireball ist das. 32 sind 38. Sie braucht die Badix nicht mehr. Nee. Die Dame ist tot. Du schießt von hinten mit dem Pfeil auf sie und siehst, wie in dem Moment, wo sie gerade mit einem Fuß auf einer dieser Stufen sich davon quasi abstößt, dringt dein Pfeil von hinten durch ihre Kniekehle und du
Es ist nicht so, dass du das sehen kannst, was genau passiert, aber du kannst es dir vorstellen, wie der Pfeil durch die, von hinten durch die Kniekehle dringt und unter der Kniescheibe jegliche Bewegung dieses Gelenks blockiert. Du hörst einen spitzen, schmerzerfüllten Schrei und dann hörst du Gerumpel auf der Treppe. Ach, sie ist noch nicht tot. Und dann nichts mehr. Ah, sehr gut. Genickbruch, ole ole. Eieiei. Schön. Ja, das war mein Zug. I used to be a rogue like you, but then I took a fucking arrow to the knee. Nice. Richtig gut. Ja. Sinister, du bist dran. Mhm. Sei denn, du willst noch was anderes machen. Kannst du ja gar nicht, du musst, darfst dich ja nicht bewegen. Steh dir eben. Ja, du bist ja fertig. Achso, ja, nee. Hab ich schon. Was kann ich noch erkennen an... Quasi so 10 Fuß vor dir steht diese Gestalt mit dem Schild, blockiert quasi den Treppenaufgang und ja, ist in einem heftigen Schwertgefecht mit Uni. Sagen die Wände, töte deine Freunde. Bitte, nein. Habe ich da eine klare Schusslinie theoretisch? An Umi vorbei ist schwierig. Also eine ganz reine Schusslinie hast du nicht. Okay, dann machen wir das. Ja, dann kriegt Umi also halt mit auf die Fresse. Das ist doch kein. Weil zu klein ist gerade bitte. Ja. Ach ja? Ja. So. Ach so, warte, eine Person, die vor mir steht, hat jetzt halt Deckung. Wie war das? Risk it. Risk it. Ich heile dich nie wieder. Okay, Lightning Bolt auf Ren. Nein. Ja, damit schießt du aber auch durch Ren auf sie, auf den Typen, auf Corrigan. Das heißt, solange wir ihn treffen, ist okay. Ja. So denkt auch nur jemand der Fireball in das Ballister. Ja. nein, ich caste Sacred Flame und bekomme einen Dex-Save. Einen Dex-Save. Nö. Einfach nein. Also nicht geschafft oder nicht getroffen? Nicht geschafft. Okay, so. Dann gibt das... Ja, 7 Radiant Damage. Okay. Dann bring's mal zu Ende. Nice. Können wir jetzt bitte weiter und... Ihr hört von Sinister, also eine Wut, die ihr seit dem Underdark nicht mehr gehört habt in der Stimme, was vielleicht ein bisschen beunruhigend ist. Ja. Und dann leuchtet nochmal mit diesem, wahrscheinlich eher golden gefärbt, hast du es, glaube ich, mal genannt, ganz früher. Flammen, die auf ihn von oben, obwohl es ein Tunnel ist, doch irgendwie von oben zu kommen scheinen, blitzt dann nochmal Sinisters Grinsen auf, bevor das dann so nachdem das einmal aufgelodert hat, wieder verschwindet. Nice. Ansonsten weiß ich gerade nicht, wie sehr ich Brandverletzungen noch mit Flavor detailliert ausspreche. Ja. Ihr könnt seine Augen nicht sehen, nach wie vor. Das ist ein bisschen schwierig, aber ihr seht nur, dass jegliche Lebensenergie ihn nach diesem Angriff verlässt und er tot zu Boden stürzt. Ihr hört so Gepolter auf der Treppe und er rollt noch so 2-3 Stufen weiter. So, im Nachhinein hätten wir vielleicht erst checken sollen, ob die Leute wirklich unsere Feinde sind. Naja. Sie haben ja direkt angegriffen auf das Ding. Ja. Die große komische Hexe, die direkt Spells gesplittert hat. Fair. Ja, fair. Eben. Das konnten sie nur. Das ist ein Indiz. Vielleicht ein bisschen wackelig. Aber ehrlicherweise, wir wären halt genauso drauf, ne? So, Feinde durchsuchen und weiter. Heiltränke und so weiter und so fort. Apropos, kommt mir irgendwas mit dem bekannt vor? Nein. Okay. Hätte ja klappen können. Corrigan hat das ja nicht so richtig mitbekommen. Sie würde vorlaufen zu da, wo die Leiche ist und mal gucken, ob sie, wie das danach aussieht mit dem Gang, ob da jetzt eine Tür ist oder ob das einfach weiterführt immer. Soweit du sehen kannst in der Dunkelheit, führt die Treppe weiter.
Okay, dann würde ich mir die Leiche schnappen und mit der zurück. Okay, du ziehst die Leiche quasi an einem Arm so hoch, die Treppe hoch. Ich fange an, Feinde zu durchsuchen. Okay, dann mach mal ein Investigation. Ja, ist gut, mach mal den. Sag mal. Ich halte eine Sekunde inne, nachdem der letzte Feind gefallen ist. Oder für Sinister ist eine Sekunde, aber eigentlich passiert wahrscheinlich in der Zeit all das. Und Sinister steht einfach nur da. Und Sinister würde tatsächlich relativ schnell die Augen schließen und auf seinen Gehörsinn umschalten wollen, damit er nicht irgendwie optisch wieder abgelenkt wird im ersten Moment. Weiß nicht, ob du einen Perception-Check von mir haben willst oder ob irgendwas passiert oder ist einfach... Nach wie vor dringen diese Namen auf dich ein. Du versuchst dich so ein bisschen zu fokussieren und du versuchst so ein bisschen den Sichtfokus, den du hast, auf das zu lenken, was real da ist. Und diese blau, grün oder rot leuchtenden Schriftzüge, Symbole, Runen in dem Moment auszublenden, dich nur darauf zu konzentrieren, da ist ein Gang, da ist eine Treppe und das wahrzunehmen, was du wirklich mit deinen Augen sehen kannst. 25. Du suchst ja den, der direkt da... ja, erstmal. Du findest einen Knochentalisman, den er so in seiner Schwerthand getragen hat. Hm. War das der, der auch Magie gewirkt hat? Ja. Ah, okay. Du findest... außerdem siehst du, dass er Tätowierungen trägt von... Skorpionen. Mhm. Mehrere Skorpione, die so an seinen, also eigentlich nicht, er ist nicht bedeckt damit, aber du findest überall an seinem Körper, da wo die Haut sichtbar ist, siehst du überall so Skorpion-Tätowierungen. Der Scorpion King. Und ansonsten findest du sein Schwert. Hm. Und eine Geldbörse. Okay, ja, ich denke ja. Sind, dass du es dir gleich notieren kannst. Oh. Es sind 46 Goldstücke drin. Okay. Alles klar. Ja, das war's erstmal. Hast du nur den einen durchsucht, oder was? Ja, ja, ich würde dann weiter wieder nach oben gehen und den Rest durchsuchen. Tatsächlich, wenn du wieder hochgehst und alles und in der Nähe von Sinister bist, dann siehst du, wie er sich langsam mit seinem Rücken an die Wand abstützt und sich so nach unten gleiten lässt. Keinen Augenkontakt zu dir hat, aber Len, irgendwas ist komisch. Ja, das habe ich schon gemerkt. Was ist los? Hier am Tunnel und die Obelisken oben, irgendwas ist ganz, ganz komisch. Und du siehst, dass er nicht wie sonst das Blinzeln vergisst, sondern wahnsinnig viel blinzelt. Was genau meinst du? Ist alles in Ordnung? Hier stehen überall Namen. Ihr habt vorhin nicht gesehen, was auf dem Obelisken war, oder? Ihr könnt die Namen jetzt auch nicht sehen, oder? Nicht, mir ist nichts aufgefallen. Hier, da, überall. Hier, da. Und ich fange an, einzelne Namen vorzulesen. Sehen Sie irgendwas davon? Macht doch mal alle ihr drei einen Perception-Check. Alle ihr drei? Ja. Okay. Alle außer Sinister. 19. 120? Also 19? Ja. Nehmen wir das weg! 19. 17. Okay. Ihr alle könnt sehen, dass etwas in diese Wand geschrieben ist. Dass Symbole eingeritzt sind. Hm. Aber. Kann sie nicht. Also, ich könnte sie lesen, mache ich aber jetzt nicht. Kann man versuchen, sie zu lesen? Also, weil Umi würde sonst gucken, einmal so: Hä, okay, was sind das für Symbole? Okay. Keine Ahnung. Und du kannst sie lesen, dann muss ich nicht meine Magie anwerfen. Was steht denn da? Er fährt weiter vor, Namen vorzulesen, wirre aus allen Richtungen, was ihm gerade ins Auge springt, scheint er euch vorzulesen. Ihr wahrscheinlich nach den Lauten, die ihm dabei irgendwie in den Sinn kommen, als jetzt konkrete Gegenstände. Es ist so ein, du hast ein vertrautes Gefühl zu dieser Sprache und zu diesen Lauten. Du hast das Gefühl, du weißt, wie man das richtig ausspricht. Ich weiß nicht warum, aber ich weiß, dass da Namen stehen. Ich kann sie aussprechen. Ich habe keine Ahnung. Und die Obelisken oben, erst war es nur wie ein Blitzen aus dem Augenwinkel und dann waren da auch
Symbole, Runen, Wörter und dann zum Schutz des Grabes der Tekari. Mehr konnte ich nicht lesen, aber... Kennt ihr Begriffe? Begriffe. Tekari. Oder einen der Namen, die Sinister vorgelesen hat. Und du hast keine Magie angeworfen, nix? Corrigan. Macht mal einen History-Check. Macht dann noch alle einen History-Check. Okay. Ich auch? Nee. 19. Der zählt nicht, ne? Ah. 4. Niemand, auch sie nicht. Echt? Okay, krass. Okay. Ja. Altes Wissen. Hey, alles in Ordnung. Wir kriegen das raus. Irgendein magischer Effekt hier? Oder? Hat dich irgendwas getroffen? Ja, vielleicht ein Gift. Der Speer hat mich getroffen, kurz zweimal, aber nicht stark. Und ich wurde wahrscheinlich ja schon mal davor auch vergiftet. Fühlt sich das so an, wie die Vergiftungserfahrung? Fühlt sich nicht an wie ein Gift. Es ist eher was aus dir kommt. Es ist kein Gift. Es ist... Hast du was angefasst? Nein, ich hatte diesen Obelisken im Auge und das, was da drauf war, ist jetzt hier an den Wänden und es ist... Ich kenne das und ich scheine das schon immer zu kennen, aber ich weiß nicht, was das bedeutet. Ich weiß nur, dass es so ist und es ist mir so vertraut, dass es mir Angst macht, weil ich nicht weiß, warum. Hattest du nicht auch im Untergrund Schwierigkeiten mit deiner Magie? Ist es vielleicht, wenn du sagst, dass du es kennst, irgendwie, naja, was Komisches an deiner Magie? Verstehe sie auch nicht so richtig. Irgendwas von den Trutz, also von den Studien, die ich mit Trutz Eichenbart hatte, zum Shadowfell haben wir, glaube ich, so ganz, ganz grob ein bisschen getoucht, aber wir hatten das auch nur in einem Nebensatz gesagt, dass wir das getoucht haben. Wo du mal mit Trutz drüber gesprochen hast, du hast mit Trutz über die besondere Art und Weise der Zauberer, also Sorcerer, gesprochen, wie ihre Verbindung zu ihrer Magie ist. Egal, wie ihre Quelle der Magie ist. Und dass manche eben als in dem Sinne erbliche Zauberer oder als natürliche Zauberer definiert werden und dadurch einen anderen Zugang zum Arkan haben als welche, die sich das anlernen oder sowas. Dass es eine viel, viel tiefere innere Verbindung zu dieser Magie gibt, die einen auf unerklärliche Weise seit Geburt schon begleitet. Das ist das, worüber ihr gesprochen habt. Aber detaillierter, fester, definiert habt ihr das nicht. Diese Uncanniness, die ich damit verspüre, ist die so ein bisschen wie dieses Hundegebell, das Sinister in der einen Nacht gehört hat? Was nicht das hat so ein bisschen... Es ist in gewisser Weise damit verwandt. Also es wirkt wie ein bisschen dieselbe Art der Wahrnehmung. Der Vertrautheit. Ja. Es kann sein. Das, was ich mit Trutz geredet habe über die Sachen, das könnte sich so verhalten. Aber wie soll man das beweisen? Und hey, keine Sorge. Ist es besser, wenn wir nach oben gehen kurz, damit du verschnaufen kannst? Mit den Obelisken, glaube ich. Sollen wir uns den vielleicht ansehen? Ja, ich schaue mir den mal an. Dass da irgendein komischer Zauber drauf ist. Ja, vielleicht sollte ich auch mal in Ruhe lesen, was da sonst noch steht. Vielleicht ist auch die Antwort irgendwo bei einem von denen. Durchsucht jemand. Ja, vielleicht. Okay. Corrigan würde systematisch die Leichen durchsuchen und alle Waffen einsammeln, die sie finden kann. Und alles random, was. Alles. Einfach alles. Alles in die Becke. Umi würde sich um Sinister kümmern und halt dabei bleiben, dass er halt, wenn er halt irgendwie gerade am Auschecken ist, weil da so viele in der Arm sind, vielleicht mal aufpassen, dass er nicht die Treppe runterfällt und sowas. Wir sprechen das und machen an dieser Stelle eine Pause und wir sehen uns höchstwahrscheinlich nächste Woche. Mit Folge 16.
Oder 7. Also 1 und. Das ist 25, was du zeigst nach meinem System. 25, nächste Woche. Das ist eine Scheiße. 25, das ist ja, 16 kann man damit nicht zeigen. Ja, 25. 15 kann man damit zeigen. 1 52. Und 6. Ihr seid doof, ich mag euch nicht mehr. Wenn das so lange gedauert hat, ist das okay. Nein. Was? Das ist gut, weil dein Daumen verschwunden ist. Dadurch sind es trotzdem nur Scheiße. Wieso ist der verschwunden? Hey, das verbitte ich mir. So. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Mitspielen. Vielen Dank fürs Meistern. Vielen Dank fürs Meistern. Und Entschuldigung für unsere Blödheit. Hey, alles gut. Ich bin auch blöd. Vielen Dank fürs Dabeisein. Wir sind alle zusammen blöd. Und wenn ihr zu Hause auch blöd seid, dann schaut doch mal in die Kommentare und die Videobeschreibung und guckt, was ihr noch so Blödes an Content von uns finden könnt. Oh yeah! Oh. Das Niveau bleibt scheiße! Viel Spaß im Multiverse. Ich glaube, Ginny braucht eine Pause. Ich glaube, ich brauche eine Pause von Ginny. Wow. Soll irgendwie schon wieder gekippt werden? Gute Nacht, ja. Welcher Tag ist heute? Das sieht so. Okay, dann. Tschüss.